Moin, liebe Leute, da bin ich wieder mit der nächsten Vorlesung und heute soll es mal um was Anschauliches gehen. Ja, wir sind immer noch bei Teilchen. Ja, jetzt hier aber schon relativ am Ende der Vorlesung, also zumindest zum Vorlesungsteil zu Teilchen. Ja, und wir haben mit relativ kleinen Sachen angefangen. Ja, Sie erinnern sich, was wie Bälle. Ja, wir sind dann zu etwas größeren Sachen gegangen. Wir haben uns mal angeguckt, Züge, die so zusammenstoßen, irgendwelche Kräne und sowas. Ja, und jetzt sind wir halt noch mal einen Tacken größer. Jetzt gucken wir uns ganze Planeten an. Ja, wir stellen es einfach mal hier hin und gucken in den Weltraum. Ja, und wir gucken uns einfach mal an, was machen die Planeten da draußen eigentlich. Das ist eine ganz nette Geschichte, weil eigentlich kann das jeder von Ihnen ja selber machen. Ja, stellen sich abends mal hin, gucken mal aus dem Fenster raus, gucken sich in den Weltraum, gucken sie in den Weltraum, gucken sich an, was da draußen passiert. Ja, und im Prinzip können sie da eigentlich so ein Stück Menschheitsgeschichte nachspielen. Ja, also sie haben jetzt vielleicht nicht alle Instrumente an der Hand, die die großen Astronomen und Astronomen der Welt jeweils zur Hand hatten. Aber im Prinzip, ja, haben sie den gleichen Datensatz, den die Menschen vor Jahrhunderten schon hatten. Ja, was da draußen am Himmel halt passiert. Ja, viel mehr Informationen hatten die Leute damals ja auch nicht. Ja, deswegen fange ich jetzt mal historisch an und gehe mit Ihnen mal die Entwicklung der Astronomie so ein bisschen durch und wie die Leute drauf gekommen sind, wie sich die Planeten eigentlich bewegen und was dahinter steckt. Ja, wie gesagt, könnten Sie alles selber nachgehen. Ja, wenn Sie ein paar Jahrhunderte früher dran gewesen wären, wer weiß, vielleicht hätten Sie ja die Astronomie revolutioniert. Ja, das hat so ein bisschen was von so einem Krimi, sage ich jetzt mal, ja, oder von so einem Ratespiel, weil man muss ja quasi aus den Indizien, die man hat, ja, aus dem, was man da so am Himmel sehen kann, die richtigen Schlüsse ziehen. Angefangen hat das im Wesentlichen bereits in der Antike bei den alten Griechen. Hier so in etwa mit Aristoteles, der war so einer der ersten, der zumindest astronomische Untersuchungen angestellt hat, zumindest einer der ersten, von denen sie noch überliefert sind. Ja, klar kann es sein, dass schon vor 20.000 Jahren Leute in den Himmel geguckt haben, ist sehr, sehr wahrscheinlich, aber davon ist halt nicht so viel überliefert. Ja, was aber eindeutig überliefert ist, ist das alte Modell von Aristoteles. Wie sah das aus? Naja, Aristoteles hat sich halt hingestellt, in Griechenland, hat im Himmel geguckt und erstmal geschaut, was sieht man denn da? Ja, da sehen Sie erstmal relativ viele Sterne, die sehr, sehr weit weg sind. Ja, hier diese Fixsterne. Die müssen da also irgendwo, ganz klar, was ist das Erste, was man da denkt? Ja, die müssen da irgendwo fix angepinnt sein, irgendwie ganz weit weg und die machen nicht viel. Ja, vielleicht bewegen die sich ganz, ganz langsam, aber eigentlich machen die nicht viel. Ja, die stehen da irgendwo fix und da passiert nicht viel mit. Dann sieht man offensichtlich diverse Planeten, die so ein bisschen näher dran sind an uns. Ja, da sehen Sie zum Beispiel, naja, damals war noch nicht ganz klar, was der Mond so ist. Ist das ein Planet oder was ist das? Ja, man hat auf jeden Fall gesehen, der scheint hier irgendwie um die Erde zu kreisen. Weil irgendwie mal ist er da, dann ist er mal wieder weg und dann ist das aber eine sehr, sehr periodische Bewegung, hat man festgestellt. Ja, ich meine, der Tag- und Nachtzyklus war damals schon da. Das heißt, nachts hat man den Mond am Himmel gesehen. Ja, und man hat auch gesehen, wie er an verschiedenen Punkten vom Himmel steht, wie er auf und unter geht. Deswegen war ganz, ganz klar, ja, der muss um die Erde kreisen. Tut er ja auch. Was genauso klar war, ist, ja, die Sonne macht ja genau das Gleiche. Die ist mal da, mal weg, auch hier, Tag- und Nachtzyklus, wird ja sogar von der Sonne de facto aufgelöst, ja, ausgelöst. Ja, deswegen war dem Menschen damals ganz, ganz klar, naja, ich stehe ja hier auf der Erde. Ich bewege mich ja nicht, das würde ich ja merken, wenn mich eine riesige Geschwindigkeit durchs Weltall rauschen würde. Ist natürlich eine falsche Annahme, aber naiv ist das das Erste, worauf man käme. Ja, das heißt, okay, also ich auf der Erde bin auf jeden Fall in Ruhe und diese Sonne scheint sich um mich herum zu bewegen. Offensichtlich. Ja. Und damals war die Annahme, ja, man war da noch ein bisschen esoterischer drauf. So wirklich wissenschaftliche Ansätze hatte man ja noch gar nicht. Die wissenschaftliche Methode war ja noch lange, lange nicht entwickelt. Ja, deswegen hat man gesagt, ja, Kreisbahnen sind schön, die sind elegant, die sind perfekt, also müssen das Kreisbahnen sein. Ja, ganz klar, die Sonne muss sich auf einer Kreisbahn um uns herum bewegen. Man war tatsächlich schon so weit, dass man auch so ein paar andere Planeten gefunden hat. Wenn Sie sich hier den Mars zum Beispiel angucken, ja, können Sie auch so am Nachthimmel sehen, so ein relativ roter Stern, ja, kann man im Prinzip nachverfolgen. Und auch da hat man gesehen oder ist davon ausgegangen, ja, muss sich auf jeden Fall in so einem Kreis um uns herum bewegen, weil Kreise sind einfach vollkommen. Punkt. Ja, und die anderen Planeten hat man einfach angenommen, machen das Gleiche. Ja, wie gesagt, man hat noch mit diesen die Planeten von diesen Fixsternen unterschieden. Die waren einfach weit weg. Ja, da hat sich einfach nicht viel getan. Ja, und dann war man eigentlich damit relativ zufrieden und hatte so ein relativ in sich konsistentes Weltbild. Der Haken dabei ist natürlich, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel mal den Mars genauer angucken, dann macht er viel.
aber um Gottes Willen keine Kreisbewegung. Ja, wenn Sie einfach mal in den Himmel gucken und einfach so eine Langzeitbelichtung machen, zum Beispiel. Ja, und dann gucken Sie einfach mal, was der Mars tatsächlich macht. Ja, dann sieht das eher so aus. Ja, dann haben Sie diese Kurve hier, dann macht er hier so eine komische Schleife und dann geht er hier noch so weiter. Das ist jetzt nicht direkt das, was wir von der Kreisbahn erwarten. Ja, also von daher muss irgendwas falsch gewesen sein. Aber die Leute damals wussten, nein, Kreisbahnen sind perfekt. Das muss eine Kreisbahn sein, auch wenn wir dieses, ja, wirsche Kreisel hier sehen. Also irgendwie müssen das Kreisbahnen sein. Ja, wenn Sie sich, wie gesagt, hier den Pfad vom Mars angucken, ja, hier sehen Sie so eine Schlaufe. Wenn wir dem einfach mal folgen, ja, sehen Sie hier Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Ja, und im November war es noch hier. Das heißt, der nimmt diese Schleife hier mit. Ja, also offensichtlich, das ist keine Kreisbahn. Ja, ich habe Ihnen gerade von Langzeitbelichtung erzählt. Wenn Sie sich so ein paar Sterne angucken, ja, dann machen die hier so ganz, ganz lustige Bahnen. Ja, aber Kreise sind das nicht. Das war für die Leute damals ein Problem. Ja, weil den Leuten war klar, das müssen Kreise sein. Das muss sich alles um uns rum bewegen, aber irgendwie passt das nicht. Ja, das heißt, damals war es eine Kernaufgabe der, naja, ich nenne es mal vorsichtig Wissenschaft. Ich habe Ihnen ja gerade schon mal gesagt, mit der wissenschaftlichen Methode hatten es die Leute noch nicht so. Ja? Aber es war eine Kernaufgabe, diese Schleifen müssen wir beschreiben. Ja, das muss irgendwie so ein Artefakt sein und eigentlich müssen es Kreise sein. Ja, die Erklärung ging dann auf diesen Herrn hier zurück, Ptolemäus, ja, damals im alten Ägypten. Ja, man weiß nicht so ganz genau, wann er lebte, das musste etwa 100 bis 180 nach Christus gewesen sein. Ja, einer der großen, nennen wir ihn mal Astronomen der damaligen Zeit. Ja, sein Hauptwerk, das tatsächlich lange Bestand hatte, war das in arabischen Sprachraum sogenannte Almagest, wo er die sogenannte Epizykeltheorie entwickelt hat. Was das ist, komme ich gleich noch drauf. Wichtig ist, Sie sehen, das ist ein relativ altes Buch, so 100 bis 200 nach Christus. Ja. Die Theorie hatte Gültigkeit durchaus bis ins späte, sagen wir, 16. 17. Jahrhundert. Ja, das wurde lange, lange Zeit als die relevante Grundlage der Astronomie angenommen. Ja, das heißt, das war ein richtig, richtig nachhaltiger Einfluss. Wo bemerkt, auch in diesem Almagest stand die Erde noch im Mittelpunkt. Ja, und ja, das war also ein geozentrisches Weltbild. Ja, und der Hauptansatz war, naja, er hat halt diese Epizykeltheorie entwickelt, um diese ganzen Schleifen zu erklären. Ja, wie hat er das gemacht? Na gut, er hat gesagt, diese Kreisbahnen sind ja das Vollkommene. Ja, das war die Annahme. Ja, also alles muss sich auf einer Kreisbahn um uns herum bewegen. Ja, es ist aber nicht gesagt, dass sich diese Planeten direkt auf einer Kreisbahn um uns herum bewegen müssen, sondern es müssen nur Kreisbahnen sein. Es ist also auch erlaubt, wenn sich auf dieser Kreisbahn, ja, jetzt nochmal eine weitere Kreisbahn befindet, deren Mittelpunkt sich einfach nur auf dem Kreis bewegt und dann haben wir einfach nochmal einen Kreis obendrauf. Ja, wenn sich dann die Planetenbahn anguckt von so einem Planeten, der auf einem Kreis ist, dann sehen Sie, da kriegen Sie hier sehr, sehr lustige Schleifen hin. Ja, gucken wir uns das mal an. Ja, jetzt geht er dahin, dann geht er auf den kleinen Kreis zurück, dann macht er diese Schlaufe, dann geht es wieder hin und so weiter. War eine perfekte Erklärung für die damalige Zeit, für das, was Sie am Himmel sehen. Ja, es gab noch so ein paar kleinere Ungereimtheiten und Fehler, so ganz genau passt das nicht, ja, aber man ist schon sehr, sehr nah dran. Ja, das heißt, man musste dann noch so ein paar weitere Annahmen machen. Ja, sagen wir mal, ja, es gab hier so Differenten, das heißt, man hatte noch eine Exzenter-Theorie, das heißt, so ein bisschen aus dem Mittelpunkt konnte das gerückt sein und dann konnten sie auch, wenn das nicht gepasst hat, halt ne, noch mehr Kreise drum ziehen. Das heißt, sie konnten auf diesem Kreis noch einen weiteren Kreis packen, habe ich Ihnen ja gesagt, einen Epikreis, deswegen Epizyklentheorie. Darauf können Sie noch einen Kreis packen und noch einen Kreis und immer so weiter, wenn Sie das möchten. Ja, und das war halt damals der Ansatz, war total einleuchtend, ja. Wenn sich Kreise auf Kreisen bewegen, dann kriegen Sie genau die Schleifen, die die Planeten am Himmel machen. Ja, und ich habe gesagt, wenn das nicht ganz passt, na gut, nehmen wir halt noch mehr Kreise. Ja. Sie haben ja auch noch mehr Freiheitsgrade, sind ja alles Kreise, Sie können jetzt auch gegenläufige Kreise haben. Ja, ein Kreis dreht sich so rum, der nächste dreht sich zum Beispiel dann wieder so rum, können Sie auch alles haben. Damit kriegen Sie sehr, sehr viel erklärt. Der Erste, der damit gebrochen hat, war Nikolaus Kopernikus. Und Sie sehen, naja, das hat wirklich lange gedauert. 1473 bis 1543 hat er gelebt. Ja, seine Hauptwerke hat er nach 1500 gemacht. Und ja, 1543, die Revolution bis,
Ja, und er war der Erste, der tatsächlich gesagt hat, nö, Erde im Mittelpunkt macht keinen Sinn. Ja, die Sonne muss hier im Mittelpunkt stehen. Punkt. Ja, dann war sein Ansatz, dann macht das alles viel, viel mehr Sinn. Ja, dann hat er hier sozusagen diverse Umlaufzyklen ausgerechnet für verschiedene Planeten, kam damit schon relativ gut auf, ja, darauf, wie lange so ein Jahr bei uns dauert und so. Ja, waren aber noch ein paar Fehler drin. Woran lag das? Naja, zum einen lag das daran, dass er tatsächlich noch ganz so wie die alten Griechen Kreisbahnen angenommen hat. Ja, er hat gesagt, okay, Sonne im Mittelpunkt, aber Kreisbahnen, da halten wir einfach mal dran fest. Ja, Kreisbahnen sind super. War natürlich das richtige Modell. Ja, Sonne im Mittelpunkt, wissen wir, stimmt, wunderbar. Hat sich aber, und das ist nicht so bekannt, zu seiner Lebenszeit überhaupt nicht durchgesetzt. Ja, er hatte das richtige Modell, zumindest die richtigen Ansätze, aber er konnte sich damals in seiner, ja, nennen wir es mal vorsichtig, Wissenschaftscommunity damit überhaupt nicht durchsetzen. Warum? Naja, zum einen, weil er immer noch Kreise angenommen hat. Ja, das war halt damals in und fashionable, weil man hat halt immer Kreise angenommen. Also warum sollte man was anderes annehmen? Ja, der Haken war aber, rein, ich nenne es mal numerisch, waren die Bahnen, die er mit seinem absolut richtigen Ansatz hier, dass die Sonne im Mittelpunkt steht, ja, die Bahnen der Planeten, die man dann sehen müsste, die er rausbekommen hat, waren rein numerisch immer noch ein bisschen schlechter als das, was die Epizykeltheorie von den alten Griechen hervorgebracht hat. Ja, das heißt, er hatte die richtige Idee, ja, aber seine Vorhersagen waren nicht so genau wie die der falschen Theorie. Damit können Sie sich natürlich nicht durchsetzen. Ja, wenn Sie die richtige Theorie haben, aber Ihre Vorhersagen passen nicht mit der Wirklichkeit überein, werden Sie sich damit natürlich nicht durchsetzen können. Ja, das ist auch mal eine, ne, relativ witziger Einblick, ich sag mal, darin, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Ja, das heißt, es ist schon wichtig, ja, im Prinzip setze ich letzten Endes das durch, was die Daten besser erklären kann. Konnte Kopernikus zu seiner Lebenszeit nicht. Deswegen hat er sich mit seiner Ansicht noch nicht durchgesetzt. Ja, dabei war sein Modell, das sogenannte heliozentrische Weltbild, eigentlich schon sehr richtig. Er hat ganz korrekt festgestellt, ja, Sonne im Mittelpunkt, Mond, ja, der scheint sich tatsächlich um uns herum zu drehen. Also das war mit seinem Weltbild kompatibel, das macht Sinn, ja. Aber die Planeten, nee, die müssen sich hier irgendwie um die Sonne drehen und nicht um uns. Ja, wie gesagt, er konnte sich damit nicht durchsetzen. Deswegen möchte ich gleich mal mit Ihnen so ein bisschen diskutieren, warum sich das heliozentrische Weltbild dann letzten Endes doch durchgesetzt hat. Ja, aber bis wir dahin kommen, möchte ich Ihnen nochmal zeigen, naja, gut, warum es sich das kopernikanische Weltbild, ja, sich damals noch nicht direkt durchgesetzt hat. Und vor allem, ich habe Ihnen gesagt, die falsche Theorie machte bessere Vorhersagen. Woran liegt denn das eigentlich? Ja, ich zeige Ihnen erstmal, naja, Äquivalenz der beiden Sichtweisen ist ein bisschen übertrieben, aber warum Sie halt ähnliche Ergebnisse rausbekommen. Ja, wie gesagt, hier sehen Sie nochmal die Epizykeltheorie. Ja, ich erwarte, dass so ein Planet sich auf einem Kreis um einen Kreis bewegt, dann kriege ich so eine Bahn raus. Kopernikanische Sichtweise, ja, wenn sich beide bewegen, Erde und der Stern, sehen Sie, ja, kriegen Sie schon relativ ähnliche Bahnformen raus. Ja, die Erde ist hier der blaue Kreis, wo wir sind. Ja, das hier wäre in diesem Fall die Sonne. Und hier gucken wir uns in Rot zum Beispiel den Mars an. Ja, und Sie sehen, ja, beides gibt schon relativ ähnliche Formen. Ja, und dann ist die Frage, okay, wenn wir nicht im Mittelpunkt sind, dann muss es doch sowas wie innere und äußere Planeten geben. Ja, also es muss Planeten geben, die sozusagen weiter weg von uns sind und welche, die näher dran sind. Ja, gibt es da Unterschiede? Gucken wir uns das nochmal an. Das hier war, wie gesagt, nochmal die Bahnkurve, die wir vom Mars sehen würden mit dieser charakteristischen Schlaufe. Und jetzt sehen wir einen Planeten, der weiter innen liegt. Könnte zum Beispiel die Venus sein. Ja, und ein experimentelles Anzeichen, was man also sehen müsste, tatsächlich auch sieht, ja, wenn das heliozentrische Weltbild echt ist, was es ja ist, ist, na gut, dann müssten Sie halt diese relativ großen Auslenkungen, die Sie hier sehen, bei inneren Planeten sehen. Ja, das sind schon relativ große Bahnschlaufen und das liegt halt dran, dass Sie da nach innen gucken. Ja, gut. Das beantwortet aber immer noch nicht die Frage, warum das mit Epizyklen damals eigentlich besser darstellbar war. Dazu habe ich jetzt von dieser Internetseite hier, da können Sie sich das selber mal angucken, mal eine schöne Animation mitgebracht. Die starte ich Ihnen gleich mal. Ich möchte aber vorher noch mal ein bisschen erläutern, worum es geht. Noch vor kurzem,
haben wir uns den harmonischen Oszillator angeguckt. Ja, und da hatten wir was über Schwingungen uns angeschaut. Unter anderem habe ich ihm am Anfang was über Fouriersynthese erzählt. Ja, Sie erinnern sich, ja, da haben wir einfach so eine periodische Funktion gehabt. Ja, zum Beispiel so eine Rechteckschwingung, ja, sowas. Und dann haben wir versucht, die zu approximieren, nur mit Sinus und Cosinus. Ja, und Sie erinnern sich, dann hat man nur einen Sinus genommen und das sah nicht wirklich nach einem Rechteck aus. Ja, dann hat man Sinus oder Cosinus, je nachdem, welche Schwingungen Sie hatten, mit irgendeiner gewissen Frequenz genommen, dann vielleicht noch die dreifache Frequenz dazu, die fünffache, die siebenfache, die neunfache. Ja, und wenn Sie die richtig überlagert haben, hat das schon viel, viel besser, ich sag mal, der ursprünglichen Funktion geähnelt, die Sie approximieren wollten. Ja, das heißt, wenn Sie Ihre Funktion richtig gewählt haben, wurde die Summe aus allen diesen Funktionen viel, viel rechteckiger. Ja, das heißt, da gab es die Möglichkeit sozusagen, deswegen heißt sie auch Fouriersynthese, eine beliebige Funktion, die Sie haben wollen, aus ganz, ganz vielen solchen Funktionen zusammenzubauen. Ja, Sie konnten also Ihre periodische Funktion aus ganz, ganz vielen Schwingungen irgendwie zusammensetzen und dann sah das schon so aus. Ja, die Frage ist, gibt es sowas Ähnliches letzten Endes auch bei Planetenbahnen? Und da muss ich sagen, ja, das gibt es und genau deswegen hat sich eigentlich damals die Epizykeltheorie durchgesetzt, auch wenn sie falsch war. Ja, ich zeige Ihnen jetzt einfach mal, das hier ist einfach nur noch kein Epizykel, sondern einfach nur ein Kreis, ja, also eine Planetenbahn. Und jetzt will ich Ihnen gleich mal zeigen, was man so für Planetenbahnen zusammenbekommt, wenn Sie einfach mehr Epizyklen mitnehmen, also einfach mehr Kreise auf Kreisen auf Kreisen. Ja, das hier sind jetzt einfach zwei Kreise, also ein Kreis auf einem Kreis. Und schon kriegen Sie so eine elliptische Bahn raus. Wir werden später sehen, die meisten Bahnkurven sind tatsächlich Ellipsen, deswegen ist das sehr wichtig. Ja, jetzt haben wir hier schon vier Kreise, sehen, ja, bleibt elliptisch. Nur bei nur acht Kreisen kriegen Sie schon ein sehr, sehr merkwürdiges Muster raus, was schon so ein bisschen so aussieht wie so merkwürdige Schleifen, die wir gesehen haben. Ja, jetzt nehmen wir einfach mal 16 dieser lustigen Kreise. Da kriegen wir schon eine relativ obskure Bahnkurve raus. Ja, also so wird sich wahrscheinlich kaum ein Planet verhalten. Aber falls doch, können Sie es rekonstruieren. Trotzdem nehmen wir nochmal mehr. 32 Kurven. Ja. Oh, 32 Kreise, dann kriegen Sie diese Funktion raus. Gut, da geht noch mehr. 64 Kreise. Sie sehen, das wird schon relativ klein hier in der Mitte, sehr, sehr viele kleine Kreise. Aber ne, je nachdem, ob die zusammen oder gegenwirken, kriegen Sie ja schon ein sehr, sehr komplexes Verhalten raus. Ja, Sie sehen, das ist schon eine sehr, sehr ungewöhnliche Bahnkurve, die Sie bei einem Planeten wahrscheinlich nicht so einfach so am Himmel sehen werden. Gut, eins geht noch. Jetzt sehen wir 127 dieser Kreise. Die Animation dauert jetzt auch ein bisschen. Das ist nicht ganz so schnell. Ja, aber Sie sehen, auch hier kriegen Sie eine sehr, sehr obskure Planetenbahn raus, die Sie so beobachten können. Ja, und wenn Sie jetzt so hingucken, merken Sie, ja, das sieht aus wie, ja, sagen wir mal, Nashorn, Nilpferd, irgendwie so, ja, das sieht aus wie ein kleines Horn. Ja, können Sie also einfach aus diesen Epizyklen einfach mal so ein Nashorn nachbauen. Ja, kein Problem. Was zeigt uns dann? Naja, was sagt uns das? Ja, das sagt uns einfach nur, naja, der Erfolg der Epizykeltheorie war einfach nur, obwohl sie falsch war, konnten Sie im Prinzip mit diesem Ansatz, weil er auch so allgemein war, jede beliebige Form sozusagen oder jede beliebige Bahnform reproduzieren. Also Sie kriegen jede Bahnform damit hin. Das ist natürlich ein bisschen unwissenschaftlich, weil Sie dann natürlich auch keine Vorhersagekraft mehr haben. Also Sie packen einfach mehr Zyklen dahin und können das irgendwie reproduzieren. Dann sieht das schon so irgendwie danach aus. Ja, das heißt aber nicht im Umkehrschluss. Ja, weil das so ähnlich aussieht, dass es auch richtig sein muss. Ja, das ist wichtig. Und da gibt es sozusagen ein Prinzip, genannt Occam's Razor, Occam's Rasiermesser, das Ihnen sagt, naja, in der Regel wird sich letzten Endes das Modell durchsetzen, das die wenigsten Annahmen machen muss. Ja, und Sie sehen hier für ein wissenschaftliches Modell, ja, wenn ich hier so 120 Kreise aufeinander schichten muss, damit ich irgendwelche Bahnkurven am Himmel reproduzieren kann, ist das wahrscheinlich nicht das Modell mit den wenigsten Annahmen. Ja, denn ich muss ja irgendwie gucken, wie fangen die zueinander an? Ja, wo sind die Kreise zueinander ausgerichtet? Und wenn ich 120 Kreise habe, sind das 120 Annahmen, die ich reinstecken muss.
Ja, das ist mühselig. Ja, sehr, sehr mühselig. Deswegen haben die nächsten Schritte in der Beobachtung des Universums, die dazu geführt haben, dass das geozentrische Weltbild irgendwann gefallen ist. Ja, der nächste Forscher in Richtung war Galileo Galilei. Wir sehen schon eine Weile nach Kopernikus. Ja, falls sich auch daran erinnern, Kopernikus hat nur bis 1543 gelebt. Ja, also das war noch nach seiner Zeit. Ja, versetzen wir uns nochmal in die Zeit. Ich habe Ihnen gesagt, ja, das geozentrische Weltbild ist noch voll akzeptiert, noch voll da. Ja, man geht noch davon aus, ja, Erde im Mittelpunkt und alles macht Kreise drumherum. Ja, was hat Galileo dann gemacht? Naja, er hat sich selbst Teleskope gebaut und hat sich damit mit relativ guter Auflösung den Himmel angucken können. Und hat damit auch relativ kleine Strukturen finden können. Naja, klein auf astronomische Skalen ist natürlich immer noch sehr, sehr groß. Ja, was er gemacht hat, 1610, ja, also sagen wir mal so 70 Jahre nach Kopernikus Tod, nicht ganz 70, ja, hat er die Jupitermonde gesehen. Ja, die sehen so aus. Da sehen Sie hier so ein paar kleine Pünktchen in der Nähe des Jupiters. Ja, das sind Io, Europa, Ganymed und Callisto, die großen Jupitermonde. Bisschen näher rangezoomt. Ja, das war die Schemazeichnung von damals, wie er sich das vorgestellt hat. Auch als heliozentrisches Weltbild hat sich mit der Sonne im Mittelpunkt. Aber er hat halt diese Monde, so sehen die in etwa aus, tatsächlich ausmachen können. Ja. Heutzutage hat man da natürlich bessere Auflösungen. Da sieht man hier diesen dunklen Punkt und da sieht man, na, okay, da ist irgendwas im Weg, ja, von dem Licht, das vom Jupiter rüberkommt. Das sind die Jupitermonde zum Beispiel. Warum war das jetzt ein großer Punkt, sage ich jetzt mal? Warum war das wichtig, dass Galileo Galilei die Jupitermonde entdeckt hat? Ja, wenn es da noch so ein bisschen mehr gibt, was soll denn das? Ist ja kein Problem. Naja, ganz so einfach ist das nicht. Ja, im geozentrischen Weltbild, was damals noch immer fundamental war, war auch fest verankert, alles, was sich hier an Planeten in der Nähe befindet, ja, kreist um die Erde. Punkt. Es können von mir aus Kreise und Kreise und Kreise und Kreise sein, aber es hat gefälligst um die Erde zu kreisen. Ja. Diese Monde hingegen waren Planetenmonde des Jupiter. Man hat diese Verdunklung periodisch gesehen. Und es war ganz, ganz klar, das konnte man sofort belegen durch die Ausrechnung, naja, die drehen sich um den Jupiter. Ganz klar. Also, Sie können die Periode ausrechnen, Sie sehen, wie das, diese Monde den Jupiter verdunkeln und genau daraus können Sie auswerten, ja, klar, die bewegen sich um den Jupiter rum. Keine Frage. Ja, das war damals ein fundamentaler Gegensatz zum geozentrischen Weltbild. Ja, das hat ihn gesagt, nein, alles muss sich um die Erde herum bewegen. Punkt. Ja, es gibt keine, ja, keine dieser Planeten ist irgendwie so wichtig, dass sich da irgendwas drum drehen könnte. Nein, das hat sich gefälligst, um die Erde zu drehen. Ja, das heißt, das war ein erster ernsthafter wissenschaftlicher Hinweis, dass da was mit dem Weltbild nicht stimmt. Ja, weil diese Verdunklung, die wirklich so periodisch um den Jupiter rumgeht, sozusagen, dass Sie das periodisch sehen, das ist nicht so ganz in Übereinstimmung zu bringen mit dem geozentrischen Weltbild, wo die Erde im Mittelpunkt steht. Das nächste oder der nächste war dann Tycho Brahe, ja hier. Ja, er war eher so der Techniker, sagen wir mal. Das heißt, er hat eher sehr, sehr präzise Messinstrumente gebaut und war halt einfach sehr, sehr gut darin, Planetenbahnen mit den Möglichkeiten seiner Zeit extrem präzise zu bestimmen. Ja, das große Werkzeug, das er dazu gebaut hat, war sozusagen dieser diese Mini ja, Oktant. Ja, sagen wir es mal so. Der war gar nicht mal so groß, auch wenn es so aussah, aber er war halt sehr, sehr genau ausgerichtet und vom Winkel her sehr, sehr präzise. Ja, das heißt, er konnte die Position von Sternen sehr, oder vor allem von Planeten sehr, sehr genau bestimmen. Ja, und in seine Zeit fielen mehrere astronomische Ereignisse, die das, ich sag mal, geozentrische Weltbild weiter ins Wanken gebracht haben. Das eine davon war, er hat zu seiner Lebzeit eine Supernova gesehen. Falls Sie das nicht wissen, das ist halt so ein Stern am Ende seiner Lebenszeit, der einfach sehr, sehr hell wird und dann im Wesentlichen ja, kaputt geht. Mal ganz salopp gesagt. Ja. Das war eine weitere Erschütterung des geozentrischen Weltbilds. Warum? Naja, da draußen gab es diese Fixsterne, die nahmen irgendwie an nichts Großartigem teil, aber die hießen auch Fixsterne, weil gesagt wurde, ja, die sind da draußen und die sind unwichtig. Ja, da passiert nichts. Die sind für alle Ewigkeit so, die sind da quasi ne, ans Firmament gepappt, damit wir was Hübsches zum Gucken haben, aber die sind für alle Ewigkeit so, wie sie sind. Dann tauchte einfach eine Supernova auf, wird für ein Jahr sehr, sehr hell
und ist danach weg. Auch das passt nicht zu großartigen Annahmen, dass die Fixsterne irgendwo da draußen sind und unveränderlich sind. Ja, das hat einfach nicht gepasst. Ja, man hat versucht, das anfangs noch als irgendwie ja, eine Störung, atmosphärische Störung oder irgendwas zu verkaufen, aber war natürlich Unsinn. Ja, ganz klar, das passt nicht. Das Zweite war, dass während seiner Lebenszeit, hier von in dieser Zeit, ich glaube 1577 oder so, bin ich mir auch nicht ganz sicher, ein Komet ins Sonnensystem gekommen ist und man einen Kometen beobachten konnte. Ja, das heißt, man hat gesehen, dass da so ein, sich irgendwie so den Planeten näherte, irgendwo so eine komische Kurve gemacht hat und irgendwann wieder weg war. Ist auch definitiv keine Kreisbahn und schon gar nicht um die Erde. Ja, man hat dann irgendwann auch hier wieder versucht, das als irgendeinen so ja, sublunaren Fehler zu verkaufen. Ja, das ist irgendwie so, ach, keine Ahnung, irgendwelche atmosphärischen Schwankungen zwischen hier und dem Mond und dann hat man irgendwelche Sichtstörungen und das ist alles. Ja, da macht er irgendwie sowas in der Richtung. Hat man alles versucht, um das zu erklären, ist aber natürlich nicht übermäßig überzeugend. Ja, hat die Leute auch damals schon nicht überzeugt. Ja, das war sozusagen der nächste Pfeiler, der das Weltbild, dass die Erde im Mittelpunkt stehen muss, ins Wanken gebracht hat. Ja, also sehen, die Einschläge kommen näher sozusagen und es gibt mehr und mehr Evidenz, die sich im Laufe der Zeit einfach aufbaut, dass irgendwas mit diesem Weltbild, dass die Erde im Mittelpunkt steht, nicht so ganz stimmen kann. Ja. Dann hat er noch zum Beispiel ja, solche sehr, sehr genauen Geräte gebaut und damit konnte halt die Planetenbahn sehr, sehr genau bestimmen. Und halt diese sehr, sehr präzisen Messungen waren dann auch ein sehr, sehr wichtiges Element darin, weitere Theorien zu untermauern. Unter anderem kannte er nämlich Johannes Kepler, sehen Sie hier, ja, der letzten Endes mit seinen Theorien und seinen Beobachtungen wirklich das geozentrische Weltbild zum Einsturz gebracht hat. Ja. Die Werke sehen Sie hier, die neue Astronomie, ja, Astronomica Nova und Harmonici Mundi, 1609, 1619 geschrieben. Ja, und das sind so die Kernwerke, in denen er ja, seine, ich sag mal, weitergehenden ja, Beschlüsse oder Befunde dann berichtet hat. Ja. Hier zum Beispiel mal eine Seite draus dargestellt. Ja. Was waren denn jetzt eigentlich so die Sachen, mit denen er besser war als die anderen? Ja, er hat seine drei Keplerschen Gesetze aufgestellt, die er basierend auf den sehr, sehr präzisen Messungen, ja, die aufgrund der, ich sag mal, Ingenieurskunst von Tycho Brahe jetzt möglich waren, ja, aufgrund dieser präzisen Messungen konnte er so ein paar Gesetze darüber feststellen, wie sich die Planeten jetzt eigentlich bewegen. Ja, Grundlage war das heliozentrische Weltbild, das heißt, die Sonne ist im Mittelpunkt. Und dann hat er diese Bahnkurven gefunden. Ja, das heißt, das erste Keplersche Gesetz ist, alle Planeten bewegen sich auf elliptischen Bahnen um die Sonne. Die Sonne steht dabei in einem Brennpunkt der Ellipse. Sie erinnern sich, bei Kopernikus war das große Problem. Er hatte die vollkommen richtige Idee, die Sonne ist im Mittelpunkt, fertig, gut, war alles richtig, super. Trotzdem war seine Numerik nicht so gut. Die Bahnkurven haben nicht gepasst. Warum? Weil er Kreise angenommen hat. Er hat angenommen, alle Planeten bewegen sich auf Kreisen. Das war halt falsch. Der große Vorsprung von Kepler oder der große Neuerung von Kepler war, dass er richtig verstanden hat, nee, das sind keine Kreise, das sind Ellipsen. Und dann hat Kepler diese Numerik genommen, oder diese Annahme genommen und einfach mal ein paar Bahnkurven ausgerechnet oder so geplottet, ja, und dargestellt. Einfach mal geguckt, was kommt denn dabei rum? Und dabei war seine Übereinstimmung dann auf einmal viel, viel besser als das, was Kopernikus schon rausgebracht hatte. Eigentlich auch ein bisschen besser als im geozentrischen Weltbild, aber der Kernpunkt war, er hat sehr, sehr präzise Voraussagen machen können. Und wenn ich nochmal auf Ockhams Rasiermesser zurückkomme, er musste nicht viele Annahmen machen. Seine Kernannahme, so kamen gleich noch zwei dazu, war aber einfach nur, ja, als Planetenbahn nehme ich jetzt einfach mal eine Ellipse und dann passt das. Die Zeiten, wo ich jetzt 20 Kreise auf Kreise auf Kreise auf Kreise malen musste, ja, wo ich das machen muss, waren vorbei. Ich habe einfach nur gesagt, Ellipse, gut, viel, viel einfacher. Und dadurch hat es sich schlicht und einfach letzten Endes durchgesetzt, weil es einfacher war und trotzdem genauer. Ja, auf die Mathematik einzukommen, wie beschreibe ich so eine Ellipse? Ja, rein mathematisch wird eine Ellipse so beschrieben. Ja, wir haben hier unser Koordinatensystem. Ja, das ist sozusagen, hier wäre die Sonne. Das Blaue soll zum Beispiel die Bahn unserer Erde sein. Dann habe ich hier eine X-Achse. Der Nullpunkt ist hier. Ja, positives X, negatives X. Und ich habe eine Y-Achse. So. Bei einer Kreisbahn
würde diese Gleichung ein bisschen anders aussehen. Ja, da wissen Sie, da ist das sowas wie x Quadrat plus y Quadrat auf einem Bruchstrich geschrieben durch r Quadrat, also durch den Radius Ihrer Kreisbahn, ist gleich 1. Ja, oder x Quadrat plus y Quadrat ist gleich r Quadrat. Das ist genau dasselbe. Bei einer Ellipse kann ich die Gleichung so ähnlich aufstellen. Ich kriege bloß raus x Quadrat durch a Quadrat. Ja, a Quadrat ist sozusagen die halbe Ausdehnung in x-Richtung. Naja, nicht ganz die halbe, aber ja, so in etwa. Plus y Quadrat durch b Quadrat. Das ist die Ausdehnung in y-Richtung. Ja, auch da wieder die halbe. Ja, das soll gleich 1 sein. Gut. Sie sehen sofort, naja, wenn ich jetzt a gleich b wähle, das heißt, die Achse und die Achse sollen gleich lang sein, dann geht das in Kreis über. Ja, ist klar. Dann habe ich hier das durch a Quadrat plus das durch a Quadrat, dann ist das gleiche wie der Radius. Das passt. Ja, wichtig ist, was ich hier habe, ist, naja gut, wo beim Kreis der Mittelpunkt das Wichtige ist, finde ich bei einer Ellipse zwei sogenannte Brennpunkte. A1 und A2. A1 liegt hier, A2 liegt da. Was zeichnet diese Brennpunkte aus? Naja, von diesen Brennpunkten, ja, kann ich jetzt einfach mal so einen Strich zu jedem Punkt meiner Bahnkurve ziehen auf der Ellipse. Ja, zum Beispiel da, da. Und dann habe ich vom Brennpunkt 1 zu diesem Punkt eine Linie, die nenne ich U. Ja, vom Brennpunkt 2 zu diesem Punkt der Linie habe ich eine zweite Linie, die nenne ich V. Und dann vergleiche ich einfach die Längen. Und dann werde ich feststellen, ja, wenn ich die Brennpunkte so wähle, ist für jeden Punkt auf dieser Bahnkurve U plus V eine Konstante. Ja, so ist meine Ellipse definiert. Das heißt, ich habe zwei Brennpunkte. Und was Kepler festgestellt hat, ist, das funktioniert wunderbar mit den Planetenbahnen, wenn ich annehme, das sind A, Ellipsen, und B, in einem dieser Brennpunkte steht die Sonne. Dann passt das alles sehr, sehr gut. Das war die erste Beobachtung von Kepler. Kepler hat aber mehr als ein Gesetz gemacht, deswegen kommen wir zum zweiten. Das ist ein bisschen mehr tricky, das ist nicht ganz so offensichtlich. Ja, das zweite Keplersche Gesetz sagt uns, wenn ich die Sonne nehme, ja, und dann die Verbindungslinie zwischen der Sonne und unserem Planeten ziehe, also zum Beispiel hierhin, wo er gerade steht, ja, und ich gucke einfach, was diese Verbindungslinie im Laufe der Zeit macht. Ja, die bewegt sich also einfach hier rum. Ja, und dann messe ich sozusagen die Fläche, die diese Verbindungslinie in einer gewissen Zeit überstreicht. Ja, das heißt, ich nehme diese Linie, ziehe die hier durch, ich bewege die auf der Ellipse weiter bis hierhin, dann ist die Linie hier, und dann gucke ich mir sozusagen diesen Kreisbogen hier an. Das ist die Fläche, ja, die meine Verbindungslinie überstreicht. Und dann hat er festgestellt, für gleiche Zeiten, ja, wenn ich das Delta T immer gleich wähle, ist die überstrichene Fläche immer gleich groß. Das mag zuerst mal intuitiv klingen, ist es aber gar nicht. Ja, denn bei einer Ellipse, wenn Sie sich das mal angucken hier, ja, sind Sie hier ja so ein bisschen näher dran als an der Sonne als da. Ja, das heißt, interessanterweise, damit das passt, ja, muss der Planet in der Nähe der Sonne sich ein bisschen schneller bewegen und hier dafür ein bisschen langsamer. Ja, damit in gleicher Zeit gleiche Strecken überwunden werden. Das klingt jetzt erstmal nicht ganz so intuitiv. Ich zeige es Ihnen aber ein bisschen mathematisch, dass es das doch ist. Wie kann man sich das vorstellen, dass die Flächen gleich groß sein müssen? Ja, wir stellen fest, wir haben eine Zeit Delta T. Ja, und die in dieser Zeit überstrichenen Flächen sind also immer gleich groß. Das heißt, wenn ich nochmal zurückgehe, ja, das ist meine Fläche A1, das ist meine Fläche A2. Ja, wenn das gleiche Zeitintervall ist, sind diese Flächen gleich groß. Gut, wie kann ich mathematisch diese Fläche beschreiben? Wir sind ja mittlerweile in Infinitesimal- und Differentialrechnung so ein bisschen geschult. Ja, dann gucke ich mir also an, R ist mein Abstandsvektor von meiner Sonne zu meinem Planeten. Ja, dann gucke ich mir an, in so einem klitzekleinen Zeitelement, dt, soll infinitesimal klein sein, ja, bewegt sich mein Planet, also ein kleines, ja, ganz mikroskopisch kleines Vektörchen dr in diese Richtung. Und damit wird so ein klitzekleines Flächenelement dA überstrichen. Ja, das ist also das infinitesimal kleine Flächenelement, wenn ich ein kleines bisschen Zeit vergehen lasse. Naja, wie groß ist diese Fläche jetzt? Ja, dieses Flächenelement dA ist gleich 1/2 mal R-Vektor, kreuzt mit ja, meinem Bewegungsvektor in senkrechter Richtung, dr. Warum ist das so? Falls Ihnen das nicht klar ist, gucken Sie sich nochmal die mathematische Ergänzung von ganz am Anfang an, wo ich das Kreuzprodukt eingeführt habe. Ja, da habe ich Ihnen als Beispiel gegeben, dass Sie damit zum Beispiel die Flächen von Dreiecken ausrechnen können.
ja, oder von anderen einfachen Flächen. Und zwar, dass das genau so aussieht. Ja, das heißt, da kommt es nochmal, ist wieder ganz nützlich, dass wir uns das Kreuzprodukt schon beigebracht haben, weil das gibt uns tatsächlich einfach direkt die Fläche hiervon. Jetzt kann ich da ein bisschen rumspielen mit dieser Gleichung. Ja, Sie wissen ja, wenn eine Gleichung korrekt ist, kann ich natürlich im Zähler wie im Nenner mal 5 nehmen, oder mal 7 oder mal 37. Ja, solange ich im Zähler und im Nenner das Gleiche mache, bleibt meine Gleichung richtig. Ja, also, na gut, multipliziere ich einmal hier mit m und teile gleichzeitig mit m, durch m. Ja, dann habe ich das durch m geteilte hier stehen. Das mit m multiplizierte kann ich hier ins Kreuzprodukt ziehen. Klingt jetzt erstmal esoterisch, macht aber Sinn, wie wir gleich sehen werden. Ja, aber ich kann es einmal machen. Mathematisch ist das vollkommen richtig. Ja? Gut. Was mache ich dann noch? Naja, gut, dann kann ich das Gleiche sozusagen mit meiner Zeit machen. Ja, wir haben ja gesagt, wir interessieren uns eigentlich für die Zeit oder das infinitesimal kleine Zeitelement dt. Das steht in unserer Gleichung aber noch gar nicht drin. Naja, gut, dann bringe ich es mal rein. Mache ich auf die gleiche Weise. Ich multipliziere mit dt, ja, und packe es auch gleichzeitig in den Nenner rein. Dann habe ich mein dt hier stehen und ich packe es in den Nenner. Ja, hier habe ich ein zweites infinitesimales Element. Ja, wenn ich das hier nehme, macht es vielleicht Sinn, das da dran zu schreiben. Ja, dr nach dt, das wird eine Ableitung und das ist die Ableitung des Ortsvektors. Damit können wir seit der Kinematik was anfangen. Da wissen wir, es ist eine Geschwindigkeit. Also machen wir das einfach mal so. Was ich dann hier stehen habe, ist 1 durch 2m. Okay, mein Ortsvektor gekreuzt mit Masse mal Geschwindigkeit. Mal so ein infinitesimales Element dt. Okay, ja, Kreuz mv. Manche von Ihnen, ja, bei denen sagt das vielleicht schon was, komme ich gleich noch drauf. Na gut, aber jetzt könnte ich dieses Element dt sozusagen auf die andere Seite bringen. Dann kriege ich hier dA nach dt ist gleich, was haben wir hier noch stehen? 1 durch 2 mal die Masse unseres Planeten. Ja, mal R gekreuzt mit Masse mal Geschwindigkeit. Davon der Betrag. Was ist dieses dA nach dt? Naja, dA war sozusagen das Flächenelement, ja, dass mein Verbindungsvektor in einem gewissen Zeitelement dt überschreitet. dA nach dt ist einfach sozusagen die Fläche, die er pro Zeit überschreitet. Sie erinnern sich, das ist das, was im zweiten Keplerschen Gesetz konstant, also immer gleich sein soll. Ja. Gut, wenn das konstant sein soll, gucken wir uns hier die rechte Seite mal genauer an. R kreuzt m mal v. Ich hatte Ihnen gerade schon mal gesagt, könnte manchen von Ihnen bekannt vorkommen. Noch aus der letzten Vorlesung, naja klar, das ist der Drehimpuls. Drehimpuls ist R kreuz M mal V. Das heißt, was hier eigentlich steht, ist, die überstrichene Fläche ist gleich 1 durch 2 mal die Masse mal dem Drehimpuls von unserem Planeten, der hier sich auf so einer elliptischen Bahn um die Sonne bewegt. Und Sie erinnern sich, wenn ich da keine äußeren Kräfte wirken habe, die irgendwas Kurioses machen, war unser Drehimpuls eine Erhaltungsgröße. Das heißt, er ändert sich im Laufe der Zeit nicht, wenn ich nicht explizit dafür sorge. Damit ist dieses L eine Konstante und solange unser Planet nicht gerade in 1000 Teile zerbröckelt, ist auch die Masse von unserem Planeten eine Konstante. Ja, also folgt daraus, naja, das ist die überstrichene Fläche pro Zeiteinheit. Wenn ich das jetzt mit einer gewissen Zeit multipliziere, Delta T nenne ich das einfach, ja, dann ist die Fläche, die ich rauskriege, sozusagen das Integral von 0 bis zu diesem Zeitraum Delta T von meiner Flächenänderung pro Zeit, ja, integriert über dt. Ist also nichts anderes als, naja, die a nach dt hat man ja schon festgestellt, was das ist. Das kann ich einfach einsetzen. 1 durch 2 mal die Masse mal Drehimpuls mal mein Zeitelement. Ja, das heißt, für gleiche Zeiten Delta t habe ich auch immer die gleiche Fläche, die überstrichen wird und ich weiß auch, wie groß sie ist. Drehimpuls durch 2m. Das sagt mir auch automatisch, ja, wenn da Planeten schneller unterwegs sind, mehr Fläche überstreichen, müssen die auch mehr Drehimpuls haben. Wenn die langsamer unterwegs sind, haben sie offensichtlich weniger Drehimpuls. Ja, das ist schon mal ganz cool. Ja, und das bringt uns auch auf die letzte Vorlesung zurück, wo wir das alles hatten. Jetzt habe ich Ihnen gesagt, ohne äußere Einflüsse ist der Drehimpuls eine Konstante. Da können wir jetzt nochmal genauer darauf eingehen, warum das in unserem Fall eigentlich so ist. Warum ist der Drehimpuls eigentlich konstant? Ist das immer so oder liegt das irgendwie an einer speziellen Konfiguration, die wir haben? Ja, es liegt ein bisschen, also zumindest zum Teil an einem speziellen Problem, das wir haben. Es liegt daran, dass die Gravitation eine sogenannte Zentralkraft ist. Das heißt Zentralkraft, naja, es ist eine Kraft, die auf ein Zentrum orientiert ist. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen obskur, aber gucken wir uns das mal an. Ja, gehen wir auf Newton zurück. Newton hat festgestellt, dass die Gravitationskraft so aussieht.
Ja, das hatten wir auch schon mal, als ich ihn motiviert habe, warum F gleich mal G ist. Gucken wir das nochmal an. Ja, die Kraft ist minus Gamma. Gamma war Newtons Gravitationskonstante. Das ist nicht G, das ist eine andere Konstante. Ja, das ist wichtig. Ja, mal die Masse von unserem Planeten, mal die Masse von unserer Sonne, geteilt durch den Abstand der beiden Körper zum Quadrat. Das war der Betrag unserer Kraft. Jetzt ist der Betrag der Kraft aber nicht allein das Wichtige, sondern, ja, wenn ich hier die Sonne habe, da die Erde, möchte ich natürlich auch wissen, A, das haben wir schon geklärt, wie viel Kraft übt die Sonne jetzt eigentlich auf die Erde aus? Gut. Eigentlich möchte ich aber auch wissen, in welche Richtung wirkt die Kraft denn jetzt eigentlich? Ja, schubst meine Sonne die Erde weg? Ja, schubst die so zur Seite oder zieht die an? Ja, gut. Das wissen wir. Ja, Gravitation ist eine anziehende Kraft, das heißt, sie zieht die Erde zur Sonne hin. Ja, genau das ist dieser Term, den wir hier noch stehen haben. Ja, das ist der Abstandsvektor zwischen Erde und Sonne. Das ist der Betrag des Abstandsvektors zwischen Sonne und Erde. Das heißt, dieser hintere Bruchstrich hat auf jeden Fall den Betrag 1. Das ist ein Vektor mit Betrag 1. Der ändert die Größe der Kraft also nicht, sondern es ist quasi nur ein Richtungsvektor. Und in welche Richtung zeigt der? Richtung der Erde minus Erde Richtung der Sonne, also Ortsvektor Erde. Minus Ortsvektor Sonne ist also der Vektor von der Sonne zur Erde, zeigt also nach außen. Dann habe ich in der Kraft aber hier noch ein Minuszeichen stehen. Das heißt, die Kraft zeigt von der Erde zur Sonne, ist also eine anziehende Kraft. Stimmt also. Ja. Dann kann ich noch ein paar einfachere Annahmen machen. Ja, die Sonne ist viel, viel schwerer als die Erde. Das heißt, dann bewegt sie sich in guter Näherung nicht. Ja, das ist nicht immer so. Wenn Sie im Himmel gucken, es gibt auch Doppelsternsysteme, wo zwei Sterne umeinander kreisen, die etwa die gleiche Masse haben. Ja, wenn das passiert, kreisen sie um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Da komme ich auch gleich nochmal drauf. Ja. Aber die Sonne bewegt sich in sehr, sehr guter Näherung nicht. Das heißt, mein Koordinatensystemursprung kann ich auch gleich auf die Sonne setzen. Da macht das Problem nochmal viel, viel einfacher. Ja, das heißt, ich kann sagen, R1 ist ungefähr 0 und dann setze ich meinen Ursprung hier hin. Dann ist meine Kraft auch viel, viel einfacher. Dann habe ich hier noch übrig minus Gamma, Masse der Erde, Masse der Sonne, mal R-Betrag, R ist jetzt nur noch der Abstand Erde-Sonne, hoch 3 mal R-Vektor. Warum denn das auf einmal? Hatten wir hier nicht 1 durch R-Quadrat? Ja, das ist nur eine andere Formulierung davon, wie Sie diese drei Termen hier aufgeteilt haben. Ja, dieses Ortsvektor Erde minus Ortsvektor Sonne-Betrag wurde jetzt einfach hier mit reingezogen, dann haben Sie R hoch 3 und hier haben Sie noch einen R-Vektor im Zähler. Das heißt, ne, wenn Sie das mit ausxen, stellen Sie fest, das Ganze skaliert trotzdem wie ja, der Abstand Erde-Sonne hoch minus 2, also Hochquadrat. Ja, und das bedeutet, naja gut, was kriegen Sie raus? Was hier hat eine Richtung? Das Gamma hat keine Richtung, das hier ist ein Betrag, das hat keine Richtung, die Massen haben keine Richtung. Nur dieser Vektor hat eine Richtung. Das heißt, Sie kriegen irgendeinen skalaren Wert, irgendeine Zahl, ja, mal den Richtungsvektor Sonne-Erde. Gut, ist ja schön, aber was bringt uns das alles? Ja, denken Sie nochmal an die letzte Vorlesung. Ja, wie wir gesagt haben, es gibt so ne, bei Translationsbewegungen sowas wie Impuls, Ort und so weiter. Und wie man das auf eine Rotationsbewegung ummünzen konnte. Ja, Sie erinnern sich, da gab es ein Äquivalent zur Kraft. Ja, Sie wissen, Kraft ist das, was den Impuls ändert. Und es gab das Drehmoment, was den Drehimpuls ändert. Ja, und die Änderung des Drehimpulses, also das Drehmoment, war so definiert. Ortsvektor gekreuzt mit der Kraft, die an diesem Punkt wirkt. Gut, machen wir das mal auf die Gravitationskraft. Das ist relativ simpel. Das ist mein Ortsvektor gekreuzt mit diesem Term. Irgendein Vorfaktor, der eine Zahl ist, ja, mal dem Ortsvektor selbst. Die Zahl fällt nicht ins Gewicht, sondern was Sie rauskriegen, ist der Ortsvektor gekreuzt mit dem Ortsvektor. Wenn Sie sich jetzt nochmal erinnern, was das Kreuz war, ja, hatte ich Ihnen ganz am Anfang gesagt, auch in der mathematischen Ergänzung, das ist so eine Art Filter, der in die senkrechten Komponenten von zwei Vektoren rausfiltert. Ja, das Ergebnis, das Sie rauskriegen, ist proportional zu den senkrechten Komponenten. Ja, das ist ja aber zweimal der gleiche Vektor. Er gekreuzt mit sich selbst. Der ist voll parallel zu sich selbst offensichtlich. Da kann es keine senkrechten Komponenten geben. Und deswegen ist das Drehmoment null. Ja, und die einzige Annahme, die wir reingesteckt haben, ist, dass wir eine Zentralkraft haben. Ja, in dem Sinne, dass die Kraft entlang der Verbindungslinien zwischen den beiden Körpern wirkt. Das heißt, in allen diesen Zentralkraftfeldern bleibt Drehimpuls also erhalten. Ja, aus der Sicht nochmal, das Drehmoment ist die Änderung des Drehimpulses. Wenn ich den Drehimpuls nicht ändere, muss er natürlich erhalten bleiben. Ja, das heißt, ja, ich habe meinen Drehimpuls, der ist R kreuz P und der bleibt erhalten.
Das sagt uns aber auch, naja, mein Drehimpuls, ja, R, so, rechte Handregel, R, Kreuz P, steht senkrecht auf R auf jeden Fall und auch senkrecht auf P. Und Sie wissen, die Richtung des Drehimpulses war sowas wie die Drehachse. Mein Drehimpuls ist zeitlich konstant, das heißt, auch die Drehachse bleibt konstant. Das bedeutet im Umkehrschluss, naja, für alle Ewigkeiten muss sich mein Planet sozusagen um diese Drehachse drehen. Das bedeutet, meine Bewegung ist damit in einer Ebene eingeschlossen. Ja, das heißt, Sie haben eine zweidimensionale Bewegung. Warum? Naja, wenn ich aus der Ebene raus will, müsste ich ja die Drehachse ändern. Ja, dann müsste ich mich ja leicht um eine andere Achse drehen. Passiert nicht. Also haben wir hier auch direkt die Erklärung in der Drehimpulserhaltung, ja, warum diese Bewegung zweidimensional ist und warum wir Ellipsen rauskriegen. Das letzte Keplersche Gesetz, das ist jetzt ein bisschen fancy, ja, das sagt uns, das Quadrat der Umlaufdauer eines Planeten um die Erde, um die Sonne, sorry, ist proportional zur dritten Potenz seiner mittleren Entfernung zur Sonne. Das klingt jetzt aber ein bisschen kompliziert. Ist es gar nicht, aber das zeige ich Ihnen gleich mal. Kann man für Ellipsen ausrechnen? Ich mache es jetzt aber ein bisschen einfacher für eine Kreisbewegung. Da kann man das relativ gut zeigen. Ja? Da müssen Sie wissen, bei einer Kreisbewegung, was für Kräfte wirken da. Naja, die Gravitationskraft, ja, und eine Schwerkraft, die hier nach innen zieht, wirkt dann als so eine Art Zentripetalkraft. Das ist hier ein bisschen schlecht dargestellt, aber Sie wissen, ja, wenn ich so eine Schleuderbewegung habe, müsste die Erde eigentlich weggeschleudert werden und ich brauche immer eine Kraft, die nach innen zieht, damit das sozusagen ja, auf der Kreisbahn bleibt. Ja, ich hatte Ihnen letztes Mal gesagt, das ist auch für Klausuren immer relativ wichtig, diese Formel zu wissen, weil man die meist nicht so ganz auf dem Schirm hat. Ja, nochmal als Erinnerung, wie groß muss diese Kraft sein, die ich brauche, um irgendwas auf einer Kreisbahn zu halten? Naja, die Kraft muss sein M2, also die Masse des Körpers, die ich auf der Kreisbahn halten will, mal R, der Radius, auf dem ich das halten will, mal Omega Quadrat. Ja, also die Winkelgeschwindigkeit, der sich aus dem Kreis dreht. Ja, also je schneller sich das dreht, desto größer wird die Kraft. Je größer der Radius ist, desto größer wird die Kraft. Und je größer die Masse wird, desto größer wird die Kraft. Gut. Diese Kraft muss jetzt offensichtlich gegeben sein durch die Gravitationskraft. Was anderes wirkt ja nicht. Die ist unsere konstante Gamma mal Masse der Sonne mal Masse der Erde geteilt durch R Quadrat. Gut. Ja, die beiden Kräfte sollen jetzt gleich sein. Also setze ich das einfach mal ein. Ja, und ich setze es mal gleich. Das ist unsere Gravitationskraft. Ja, das hier ist unsere Zentripetalkraft. Wobei ich die Winkelgeschwindigkeit ja, schon durch die Periodendauer ausgedrückt habe. Sie erinnern sich, Winkelgeschwindigkeit war sowas wie 2π durch die Periode. Wenn Sie nicht klar ist, gucken Sie nochmal nach. Warum mache ich das? Naja, die Umlaufdauer steht halt hier in meinem Keplerschen Gesetz drin. Ja, und nicht die Winkelgeschwindigkeit, also will ich wohl die Umlaufdauer drin haben. Habe ich jetzt. Ja, und dann sortiere ich mal um. Ja, was stand hier drin? Quadrat der Umlaufdauer ist proportional zur dritten Potenz seiner mittleren Entfernung zur Sonne. Na gut, bringen wir mal alles, was da drin steht, auf eine Seite. Das ist die Umlaufdauer, ja, und die Entfernung von der Sonne. Die haben wir hier und hier drin stehen. Wenn ich das alles auf eine Seite bringe, habe ich hier t Quadrat durch r hoch 3. Ja, das ist genau das Quadrat der Umlaufdauer, geteilt durch die dritte Potenz der mittleren Entfernung zur Sonne. Und das ist gleich, was habe ich auf der anderen Seite? 4π Quadrat durch Gamma mal m1. Ja, die Masse der Sonne ist eine Konstante, Gamma ist eine Konstante, Phi ist sowieso konstant und Pi natürlich auch. Das heißt, auf der rechten Seite ist alles konstant. Ja, daher sehen Sie, ja, was hier steht, muss richtig sein. Ja, das Quadrat der Umlaufdauer ist also proportional zu exakt dieser Konstante mal der dritten Potenz der mittleren Entfernung des Planeten zur Sonne. Ja, sehr gut. Das gibt Ihnen auch schon so ein paar Aussagen, was Sie vielleicht aus der einfachen Astronomie auch wissen. Das sagt uns nämlich auch, naja, je weiter so ein Planet weg ist, ja, R hoch 3, je weiter so ein Planet von der Sonne weg ist, desto größer wird auch die Umlaufdauer. Ja, das heißt, so ein, ich nenne es mal astronomisches Planetenjahr, muss also weit weg im Sonnensystem, so Uranus oder sowas, ja, oder Neptun, Pluto zählt ja nicht mehr, muss sozusagen die Umlaufdauer, die so ein Planet braucht, um einmal um die Sonne rumzukommen, sehr, sehr lang werden. Bei Merkur hingegen, ja, der Planet ganz, ganz innen, ist das Planetenjahr deutlich kürzer als bei uns. Ja? Und das verstehen wir jetzt auch, das steht schlicht und einfach hier. Aus alles davon gegeben, können Sie für jeden Planeten, den Sie haben, sofort so ausrichten. Gut. Die Planetenbahnen kann man mit dem Newtonschen Gravitationsgesetz, das ich Ihnen gezeigt habe, auch ganz explizit ausrechnen.
Ja, man muss so ein paar Näherungen machen, weil das Problem nicht ganz so simpel ist. Ja, das heißt, wir machen mal eine ganz, ganz grobe Näherung. Wir haben einen Planeten, der soll die Masse M haben. Der bewegt sich um die Sonne. Die Sonne soll viel, viel schwerer sein als der Planet. Und damit soll sich die Sonne nicht bewegen. In der Praxis ist natürlich auch so, dass der Planet so ein bisschen an der Sonne zieht. Ja, eigentlich ist es natürlich so, dass sich beide um einen gemeinsamen Schwerpunkt bewegen. Wenn die Sonne aber jetzt halt sehr, sehr viel schwerer ist als der Planet, ist der gemeinsame Schwerpunkt des Systems Sonne, Erde, naja, de facto immer noch hier in der Sonne. Ist nicht ganz richtig, aber der Fehler ist zumindest für das, was wir hier machen wollen, vernachlässigbar klein. Wenn Sie eine Rakete irgendwo ins Weltall schicken wollen, ist das eine andere Sache. Ja, dann müssen Sie da einiges mehr mitnehmen. Aber für unsere Zwecke ist das erstmal genau genug. Ja, okay. Dann gucken wir uns doch einfach das zweite Newtonsche Axiom an. Und zwar für R2, also für das, was unser Planet hier macht. Ja, wir wissen, unsere Kraft auf dem Planeten, ja, ist M mal Beschleunigung des Ortsvektors unseres Planeten, also M mal zweite Ableitung des Ortsvektors von unserer Sonne hier, ist gleich, na gut, da muss ich jetzt ja, die Gravitationskraft einsetzen. Minus Gamma mal das Produkt der beiden Massen, Masse Sonne mal Masse Erde, geteilt durch den Abstand zum Quadrat. Und hier ist wieder der Richtungsvektor, den ich Ihnen vorhin schon nahegebracht habe. Gut. Das ist relativ komplex und die Lösung dieser drei Gleichungen sieht wie folgt aus. Jetzt fragen Sie vielleicht, warum drei Gleichungen? Oh, sorry, jetzt war ich an zu schnell. Hier steht doch nur ein Term. Ja, ist richtig, aber es ist ein Vektor. De facto habe ich hier drei Gleichungen stehen. Ja, eine für die x-Komponente des Ortsvektors, eine für die y-Komponente des Ortsvektors und eine für die z-Komponente des Ortsvektors. Ja, ich habe hier drei Gleichungen stehen. Das kann man jetzt durchxen, das wird ein bisschen länglich, deswegen zeige ich es Ihnen nicht explizit. Aber was Sie rauskriegen ist, ja, dieser Ortsvektor liegt in einer Ebene. Warum habe ich Ihnen ja vorhin schon gesagt? Ja, der Drehimpuls ist erhalten, also muss die Bewegung in einer Ebene liegen. Und er beschreibt eine Ellipse, wo die Sonne in einem Brennpunkt liegt. Das ist das, was Sie da rauskriegen. Was nichts anderes ist als das erste Keplersche Gesetz. Wie gesagt, ich habe Ihnen gesagt, das ist eine sehr, sehr krude Näherung. Ja, es ist natürlich so, es gibt in unserem Sonnensystem nicht nur diesen einen Planeten, nicht nur unsere Erde, sondern, naja, die anderen Planeten sitzen auch hier und zerren und zupfen so ein bisschen an der Erde rum. Ja, das heißt, die anderen Planeten stören die elliptischen Bahnkurven so ein bisschen. Das Zweite ist, es muss nicht unbedingt eine Ellipse sein, die rauskommt, sondern es können auch Kegelschnitte sein. Das sind Kegelschnitte, um Gottes Willen. Ja, Sie können auch Kreise, Hyperbeln oder Parabeln rausbekommen. Falls Ihnen nicht so ganz klar ist, wie das funktionieren soll, ich habe Ihnen gesagt, eines der großen Probleme bei Tycho Brahe in seiner Zeit war, dass man einfach mal so einen Kometen gesehen hat. Ja, das heißt, so ein Komet, was macht der? Der kommt einfach von irgendwo ganz außen und wenn Sie Pech haben, ist der nur einmal hier in der Nähe und kommt danach nie wieder. Dann kann der mal so einen Schlenker um die Sonne machen und verschwindet dann wieder ins Weltall. Ja, das ist keine in diesem Sinne geschlossene Bahnkurve, sondern es kann halt zum Beispiel so eine Parabel sein. Ja, das heißt, das kommt aus dem Unendlichen, macht einmal einen Schlenker um die Sonne und ist dann für immer wieder weg. Ja, das heißt, sowas wie Kometen sind auch möglich, ja, und sind auch durch diese Bewegungsgleichung gedeckt. Und wie schon gesagt, falls diese beiden Massen ähnlich schwer sind, dann bewegen sich beide Körper um einen gemeinsamen Schwerpunkt, ja, und nicht unbedingt der leichtere und schwere. Gut, soweit so gut. Damit noch ein bisschen Science Fiction. Ich habe Ihnen schon gesagt, da ist viel Weltall da draußen und um ein bisschen wieder Populärwissenschaft hier zu machen und ein bisschen was Populäres einzubringen. Falls einige von Ihnen den Uraltfilm Independence Day gesehen haben, wo dieses riesige Raumschiff der Außerirdischen hier zur Erde kommt und Kontakt mit uns aufnimmt, ja, in eher negativen Art und Weise. Ja. Falls das jemand von Ihnen gesehen hat, hat er sich oder Sie sich vielleicht schon mal gefragt, ja, wie realistisch ist das denn eigentlich? Und dem möchte ich noch einmal kurz nachgehen. Ja, die Frage stellen, ja, wie realistisch ist denn jetzt, dass so riesige Raumschiffe genannt war, das soll etwa so 25% der Mondmasse sein, einfach mal hier so vor der Erde auftauchen? Gucken wir doch einfach mal. So ein Raumschiff soll in so einem geostationären Orbit sein. Was um Gottes Willen ist ein geostationärer Orbit? Naja, das ist was, was Sie auch bei Satelliten haben und auch bei diesem Raumschiff. Ja, das heißt, wenn Sie so einen Satelliten haben, dreht er sich ja auch um die Erde. Ja, da ist von der Formulierung her genau das gleiche Problem, wie als ob Sie wissen wollen, wie sich die Erde um die Sonne dreht. Ja, der Satellit ist leicht und dreht sich um den schweren Körper, also die Erde. Ein geostationärer Orbit heißt jetzt einfach nur, dass er sozusagen immer über den gleichen Flecken Erde bleibt. Das heißt, so schnell wie die Erde sich dreht,
dreht sich auch dieser Satellit ja, um die Erde rum, dass er quasi immer den gleichen Punkt der Erde sieht. Das ist ein geostationärer Orbit. Man wird feststellen, da gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, das hinzukriegen. Ja, das heißt, wenn das ein geostationärer Orbit sein soll, muss dieser Abstand zum Exakt 36.000 Kilometer sein, unter diesen Bedingungen. Der Abstand Erde-Mond, naja, ist ein bisschen mehr, 360.000 Kilometer. Ja, das ist jetzt Faktor 10 mehr, aber jetzt nicht riesig, riesig viel mehr. Dann können wir jetzt einfach mal überlegen, wie viel Schwerkraft wirkt jetzt eigentlich von diesem riesigen Raumschiff auf unsere Erde? Ja, setzen wir es einfach mal im Verhältnis zur Gravitationskraft, die der Mond auf uns aufübt. Ja, na gut, da waren jetzt viele Terme drin, aber viele davon kürzen sich auch weg. Ja, das heißt, in der Gravitationskraft ist zweimal ein Gamma drin. Ja, das kürzt sich hier gegeneinander weg. Was übrig bleibt, ist, wir haben sowas wie die Masse von unserem Raumschiff geteilt durch den Abstand zur Erde zum Quadrat. Hier im Zähler und im Nenner haben wir die Masse vom Mond geteilt durch den Abstand Mond-Erde zum Quadrat. Ja, gut. Wie groß sind die Größen? Wir haben gesagt, das Raumschiff soll ein Viertel der Mondmasse haben. Also ist das durch das hier schon mal ein Viertel. Ja, und der Unterschied im Radius, das sehen Sie hier, ist ein Faktor 10. Ja, das heißt, das ist ein Doppelbruch. Das heißt, der Mondradius kommt in den Zähler, dieser Radius kommt in den Nenner. Das heißt, Sie haben nochmal einen Faktor 100 hier. Das heißt, die Gravitationskraft ist 100 durch 4, 25 mal so stark von diesem Raumschiff wie die des Mondes. Jetzt wissen Sie, der Mond ist schon nicht ohne. Ja, so Sachen wie Gezeiten, Ebbe und Flut, das ist der Mond. Der zieht also schon mal sehr, sehr kräftig sozusagen an der Erde dran und weibt da so ein bisschen rum und macht da so ein bisschen was. Ja, außerdem ist dieses Raumschiff sehr schwer. Ja, das heißt, das habe ich Ihnen gerade schon gesagt, wenn die einzelnen Teile ja, nicht mehr ganz so größenordnungsmäßig auseinanderliegen, wird sich also wahrscheinlich das Raumschiff zusammen mit der Erde und dem gemeinsamen Schwerpunkt aus Erde und Raumschiff bewegen. Das Gesamtsystem, Erde, Raumschiff, Mond, ja, wenn Sie die gleichen ausrechnen, wäre dann wahrscheinlich instabil, weil ja, Sie kriegen da nicht immer geschlossene Kurven raus, sondern die können sich auch so in die Unendlichkeit verabschieden, hatte ich Ihnen ja gesagt. Das heißt, das ist auch nicht so gesagt, dass das gut funktioniert. Ja? Also das heißt, am Ende hätten Sie tierische Gezeitenkräfte, ja, allein nur dadurch, dass so ein riesiges Raumschiff bei uns im Orbit rumhängt. Ja. Und zum Zweiten wird das wahrscheinlich einfach das fein austarierte Gleichgewicht zwischen Erde und Mond auch sozusagen aus dem Gleichgewicht bringen. Im Worst Case kann zum Beispiel ja, den Mond zu uns anziehen und so, dass der Mond dann auf die Erde knallt. Wäre nicht so gut. Ja, das heißt, wenn wir dieses riesige Raumschiff der Außerirdischen im Orbit hätten, ja, wäre es wahrscheinlich relativ egal, ob die Aliens feindselig oder friedlich wären. Ja, allein, dass so ein riesen Raumschiff da im Orbit rumhängt, wird wahrscheinlich ausreichen, um unsere Erde zu vernichten. Blöd. Zumindest für uns. Wie die Außerirdischen das sehen, weiß ich nicht. Ja, an dem Punkt kann ich Ihnen also sagen, ja, Independence Day, ist wahrscheinlich nicht so ganz realistisch, was da gezeigt wurde. Gut. Damit habe ich Ihnen einen ersten Einblick in die Astrophysik gegeben. Naja, eher in die Planetenbewegung, ja, die Basics davon. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitnehmen können. Und dann sehen wir uns gleich mit dem nächsten Thema. Ja, dann wechsle ich jetzt nochmal das Thema und gebe Ihnen nochmal sagen wir mal 30 Minuten etwa, gleich noch eine kurze Einführung ins nächste Thema. Also, bis gleich. Hallo, liebe Leute, da bin ich mit dem zweiten Teil der Vorlesung. Und da war gerade so ein bisschen was über Rotationsbewegung im weitesten Sinne gemacht haben, soll es da gleich im übertragenen Sinn auch noch mal so ein bisschen weitergehen. Ja, dazu teile ich wieder meine Vorlesung mit Ihnen. Ja, und zwar soll es weitergehen mit Bezugssystemen. Das klingt jetzt erstmal nicht so direkt nach Rotationsbewegung, aber ich werde Ihnen gleich mal darlegen, wo der, ich sag mal, Zusammenhang liegt. Ja. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück und schauen uns mal an, was so die Grundlagen der Mechanik waren, die wir uns bisher angeguckt hatten. Ja. Wir haben, wenn Sie sich noch erinnern, ganz am Anfang damit angefangen, okay, Newton, Newtonsche Axiome und so, haben wir gesagt, das erste ist sowas wie die Definition eines Inertialsystems. Ja, falls Sie noch nicht mehr so ganz drin sind, wir haben gesagt, okay, wir haben sowas wie absolute Zeit, absoluten Raum. Ja, und wenn wir dann unsere Massenpunkte, die wir erstmal betrachtet haben, angucken, konnten wir so einen Ortsvektor von irgendeinem Ursprung
ja, das war quasi so, ja, sagen wir das Zentrum des Universums, ja, wie auch immer das aussehen mag, ja, konnten wir einen Ortsvektor zu unserer Masse ziehen und wir hatten unser fixes Koordinatensystem mit x, y, z-Achse, das fix im Raum orientiert war. Ja, und dazu hatten wir noch die Zeit, die vergeht. Ja, das heißt, in der Physik werden Bewegungen grundsätzlich erstmal, zumindest in der Mechanik, relativ zu irgendwelchen wohldefinierten Bezugssystemen beschrieben. Ja, da können wir verschiedenste Varianten von Koordinaten wählen. Ja, das sind kartesische Koordinaten, das heißt, Sie haben eine x, y oder eine z-Achse. Wunderbar. Sie können auch Kugelkoordinaten wählen oder Zylinderkoordinaten. Warum sollte man das tun? Naja, wenn Sie zum Beispiel irgendwas beschreiben wollen, was auf der Oberfläche der Erde abläuft, ist die Erde nun mal relativ guter Näherung eine Kugel. Ja, dann macht es vielleicht Sinn, ein Koordinatensystem zu wählen, das diese besonderen Begebenheiten einer Kugel berücksichtigt. Ja, zum Beispiel wissen Sie, naja, gut, alles, was sich abspielt, wird bei gleichem Radius passieren. Ja, dann macht es vielleicht wenig Sinn, das in X, Y und Z aufzuteilen, sondern da macht es vielleicht Sinn, ein anderes Bezugssystem zu nehmen. Ja, genauso wie bei Sachen, die auf einer Rolle oder auf einer Dose sozusagen passieren würden, da würden sich Zylinderkoordinaten anbieten, weil, ja, was Sie angucken, ist halt eben zylinderförmig. Ja, das werden Sie im zweiten Semester noch ganz, ganz häufig bei Drähten haben. Ja, wenn Sie sich angucken, wie Strom durch Drähte durchgeht, macht es vielleicht Sinn, da irgendwie in Zylinderkoordinaten zu rechnen. Weil ja, so ein Draht ist halt in guter Näherung ein Zylinder. Ja. Wichtig ist, die Physik, die wir rauskriegen in so einem Inertialsystem, darf nicht von der Wahl meiner Koordinaten abhängen. Ja, ob ich mir aussuche, ja, ist vielleicht ein bisschen bequemer, das in Zylinderkoordinaten zu beschreiben oder. Davon darf ich keine physikalischen Effekte letzten Endes bekommen, weil das ist nur eine Wahl dessen, wie wir unsere Phänomene beschreiben wollen. Ja. Gut. Jetzt war die Definition von Newtons ersten Axiom, das für Systeme, in denen die Newtonschen Gesetze so gelten, wie sie formuliert sind, Inertialsysteme nennen. Okay, jetzt haben wir gesagt, bringen wir das mal zusammen. Ja, die Physik, die wir kriegen, darf nicht von der Wahl der Koordinaten abhängen. Ja, und wenn ich mein Koordinatensystem so wähle, dass es ein Inertialsystem ist, ja, dann gelten die Newtonschen Gesetze. Ja, daraus folgt unter anderem auch jedes Bezugssystem, dass sich relativ zu meinem Bezugssystem, das mich interessiert, mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, wird selbst wieder ein Inertialsystem sein. Klingt erstmal kryptisch, werde ich Ihnen gleich zeigen. Vor allem bedeutet das aber auch, naja, die Definition unseres Inertialsystems war so gewählt, dass uns das die Rechnung auch einfach macht. Das bedeutet, es muss auch Bewegungs- oder Bezugssysteme geben, die keine Inertialsysteme sind. Ja, wenn sich das ja, an Newton erinnern, wissen Sie ja, beschleunigte Bezugssysteme werden das sein. Aber auch darin dürfen die Naturgesetze nicht von der Wahl meiner Koordinaten abhängen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, naja, da kann zusätzliche Physik reinkommen, dadurch, dass meine Annahmen nicht mehr gelten. Ja, das ist dann nicht wirklich zusätzliche Physik, ja, sondern ich muss alles, was durch die Annahme aufgefangen wurde, dass mich mein Bezugssystem nicht beschleunigt, irgendwie rückwirkend wieder einbauen. Klingt kompliziert, kommen wir gleich zu. Ist es ein Stück weit auch, aber braucht man keine Angst vor haben. So schlimm ist es auch nicht. Ja, kommen wir erstmal zum Beispiel. Jedes Bezugssystem, das sich relativ zu meinem Bezugssystem, das ich wähle, bewegt, ist auch wieder ein Inertialsystem. Gucken wir uns das mal an. Ja, gucken wir uns einfach mal an, wo könnte uns das passieren, dass sich zwei Bezugssysteme mit relativer Geschwindigkeit zueinander bewegen? Naja, sagen wir mal hier im Weltraum. Ja, da ist relativ viel nichts und da bewegt sich relativ viel. Das heißt, gucken wir uns mal unser fixes Bezugssystem an. Ja, wir haben so eine X-Achse in die Richtung, Y-Achse wieder in die Richtung, Z-Achse wieder in die Richtung, die Zeit soll vergehen. Das ist fix irgendwo in unserem Universum orientiert und das bleibt so, wie es ist. Ja, dann kann ich mir hier so einen Ortsvektor zu einem Gegenstand vorstellen und was hat man im Weltraum so? Naja, diverse Raumschiffe, die bewegen sich halt durch die Gegend. Das soll sich jetzt mal nicht bewegen in unserem Bezugssystem, sondern ja, das soll sich hier erstmal befinden. Ja, also in diesem Bezugssystem befindet sich das da in dieser Position. Ja, wenn das beschleunigt oder wenn darauf eine Kraft wirkt, naja, wie sieht das aus? Das ist die Masse mal die zweite Ableitung des Ortsvektors meines Raumschiffs. Ja, das war die Definition einer Kraft. Ja, das heißt, wenn man ein Raumschiff irgendwo wegbeschleunigt, ja, dann ist das wird das bewirkt durch eine Kraft, die genauso groß ist wie die Masse mal die Beschleunigung des Raumschiffs. Jetzt gucke ich mir das Ganze in einem anderen Inertialsystem an. UO'
gleich V mal T. Oh Gott, was soll das bedeuten? Naja, ich habe ein anderes Bezugssystem, das ich irgendwie anders nennen muss. Und das erste habe ich O genannt, also nenne ich das zweite O'. Das ist jetzt mal in dieser etwas unschönen Farbe dargestellt, ja, aber macht ja nichts. Das soll sich jetzt mit einer gewissen Geschwindigkeit von diesem ersten Inertialsystem O wegbewegen. Das bedeutet einfach nur, wir gucken uns das vielleicht von einem anderen Raumschiff an. Ja, wir hocken hier zum Beispiel in unserem Ursprung. Wir gucken uns dieses Raumschiff hier oben an. Wir würden uns jetzt dafür interessieren, ja, was macht denn, wie sieht das denn für ein zweites Raumschiff aus, das sich hier so von uns wegbewegt? Ja, und zwar entlang dieses Pfeils bewegt sich das mit der Zeit von uns weg. Ja, sagen wir zum Zeitpunkt T gleich 0 befindet sich das genau hier in unserem Ursprung O. Ja, und dann bewegt sich das mit der Zeit einfach hier weg. Ja, gut. Dann hat das ein eigenes kartesisches Koordinatensystem, wo die Achsen genauso orientiert sind wie bei uns, sehen Sie. Ja, Z-Achse geht bei uns hier lang, Z' geht da lang, Y geht bei uns da lang, Y' geht hier lang, X geht bei uns hier lang, X' bei dem anderen Raumschiff geht hier lang. Das heißt, die Orientierung dieser Achsen im Raum ist genauso wie bei uns. Jetzt kann man auch sagen, da gibt es eine Zeit T' von mir aus, ja, wie auch immer. Sagen wir, die Zeit ist auch ein bisschen anders, alles gut. Soll natürlich gleich die gleiche sein, aber im Prinzip kann man sich das ja vorstellen. Und dann gucken wir uns einfach von diesem anderen Bezugssystem aus auch den Ortsvektor zu diesem Raumschiff an, was uns hier interessiert. Das heißt dann natürlich R', ja, ist ein anderer Raumvektor. Jetzt muss man mal überlegen, wie sieht das aus? R' ist erstmal R-Vektor minus V-Vektor mal T. Oh Gott, das klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Ja, ich hatte Ihnen gesagt, V-Vektor mal T, das ist wie schnell sich dieses Bezugssystem, ja, das andere Raumschiff, was hier einfach mal vorbeidüst, ja, von uns weg entfernt, ja, und das ist einfach sozusagen der Ortsvektor von uns, wir sitzen hier, ja, zu diesem anderen Raumschiff, ja, was hier sitzt, was sich dieses Raumschiff Enterprise hier anguckt. Ja, das bewegt sich nämlich mit der Zeit, mit der Geschwindigkeit V entlang dieses Pfeils von uns weg. Das heißt, V-Vektor, also die Geschwindigkeit, mit der sich dieses Raumschiff hier bewegt, O' mal T, ist nichts anderes als genau dieser Pfeil, den Sie hier sehen, der hier. Ja, das ist sozusagen der Ortsvektor zwischen unserem Bezugssystem und dem Bezugssystem im Raumschiff, das sich von uns wegbewegt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt den Vektor minus V mal T nehme, bewege ich mich also quasi von diesem Raumschiff zu diesem Ursprung. Nichts anderes ist die Aussage von diesem V mal T, also minus V mal T. Ja, das ist nichts anderes als der Vektor von O' nach O. Dann habe ich noch plus R, damit bewege ich mich also von unserem eigenen Bezugssystem zum Raumschiff. Ja, was hier steht, R' gleich R-Vektor minus V-Vektor mal T, sagt also nichts anderes als, naja, ich bewege mich von diesem Raumschiff, was hier ist, erstmal ins alte Bezugssystem zurück und von da aus bewege ich mich dann zu dem Raumschiff Enterprise, das mich interessiert. Gut. Jetzt kann ich in diesem veränderten Bezugssystem auch mal die Kraft ausrechnen, die das Raumschiff Enterprise hier oben braucht, um zu beschleunigen. Die Physik sollte sich ja eigentlich nicht ändern, deswegen sollte ich die gleiche Kraft wie hier unten rausbekommen. Ja, probieren wir es mal aus. Wir nennen die Kraft F'. Die ist gleich M'. Naja gut, falls sich die Masse verändern sollte, von diesem Raumschiff aus betrachtet, ich sage Ihnen schon mal, das wird nicht passieren. Ja, okay, aber die Kraft ist trotzdem Masse mal Beschleunigung. Die Beschleunigung ist diesmal die zweite Ableitung dieses veränderten Ortsvektors hier. Ja, von diesem Raumschiff aus gesehen. R'. Gut. Wie kann ich dieses R', das muss ich jetzt nach T' ableiten, ja, besser ausdrücken? Na gut, ich möchte eigentlich auf R zurück, aber mein R' war R-Vektor minus V mal T-Vektor. Also kann ich das hier einfach einsetzen. Ich leite also R-Vektor minus V mal T-Vektor zweimal nach T' ab. Jetzt haben wir gesagt, T' und T soll gleich sein. Mathematisch rauskriegen. Also kann ich auch einfach zweimal nach T ableiten. Gut. Das ist eine Differenz. Also ich kann beide Summanden einzeln ableiten. Der erste ist die zweite Ableitung von meinem ursprünglichen Ortsvektor nach T. Das ist das, was wir vorhin schon mal raus hatten. Und das zweite ist die zweite Ableitung von minus V mal T. Gut. Da ist wichtig, dieses V ist kein irgendwie gearteter Ortsvektor, sondern es ist die konstante Geschwindigkeit, mit der sich dieses Raumschiff von uns wegbewegt. Das ist eine Konstante. Die ändert sich nicht mit der Zeit. Wenn ich das jetzt einmal ableite, V mal T, nach der Zeit, na gut, dann kommt nur die Geschwindigkeit raus. Das muss ich jetzt nochmal nach T ableiten,
Ich habe gesagt, die Geschwindigkeit ist eine Konstante. Ja, eine Konstante nach der Zeit abgeleitet ergibt 0. Damit kommt es raus, ja, der zweite Term gibt 0. Ja, und Sie kriegen hier diese Kraft raus, was die gleiche ist wie im ersten Fall. Und das funktioniert wunderbar. Das heißt, die Kräfte sind die gleichen. Das heißt, in jedem Inertialsystem gilt die gleiche Physik. Grundlage dafür aber, und das ist ganz, ganz wichtig in diesem Punkt, ja, Grundlage dafür war, dass wir gesagt haben, diese Geschwindigkeit ist konstant. Warum? Dann fällt nämlich die zweite Ableitung nach der Zeit von diesem hinteren Term weg. Jetzt könnte ich mir auch vorstellen, na gut, ich kann mich doch auch beschleunigt davon wegbewegen. Ja, dann habe ich sowas wie ja, V0t plus 1/2 mal Beschleunigung, mit der sich das Ding von mir wegbewegt, na t Quadrat. Dann stellen Sie fest, oh, dann habe ich aber einen Term a Beschleunigung mal t Quadrat. Wenn ich das einmal ableite, kriege ich raus, naja, 1/2 at Quadrat nach t abgeleitet ist a mal t. Genau wie bei den kinematischen Bewegungsgleichungen. Wenn ich das nochmal ableite, bleibt ein a übrig. Das heißt, in dem Fall wäre die Kraft, die ich in diesen unterschiedlichen Bezugssystemen messe, unterschiedlich. Ja, dieser Term A würde übrig bleiben. Ich würde also sozusagen die Beschleunigung, die zwischen diesen beiden Inertialsystemen abgeht, in meiner Beschreibung wiederfinden. Das ist der Grund, warum Newton nur Inertialsysteme betrachtet hat, weil sobald er das nicht mehr tut, kommen all diese Kräfte ins Spiel, ja, die sich nur dadurch ergeben, dass sie unterschiedliche Bezugssysteme hat. Genau darum wird es in dieser Vorlesung gehen. Um beschleunigte Bezugssysteme. Ja, denn dadurch kommen zusätzliche Kräfte rein, die sich Scheinkräfte nennen. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ja, aber in allen beschleunigten Bezugssystemen treten diese Scheinkräfte auf, die einfach durch eine Transformation in ein Inertialsystem wegfallen. Was bedeutet das? Naja, machen wir einfach mal ein einfaches Beispiel. Ein Auto. Ein sehr, sehr schnelles Auto, das einfach mal irgendwo hinwegfährt. Ja? Gucken wir uns das an, was passiert da? Wir sehen ganz klar, das Auto fährt da weg. Das beschleunigt irgendwo hin. Das heißt, auch der Fahrer beschleunigt ein, also wird einfach mit dem Auto weg irgendwo hin beschleunigt. Ja, das heißt, für uns aus unserem Bezugssystem, ja, wirkt auf den Fahrer schlicht und einfach die gleiche Beschleunigung wie auf das Auto und der wird einfach wegbeschleunigt. Ja, da gilt wieder Aktio gleich Reaktio, es gibt eine Rückkraft, alles gut. Ja. Wie ist das im Ruhesystem des Fahrers, ja, oder im Ruhesystem des Autos? Ist ja das Gleiche. Der Fahrer befindet sich jetzt also in seinem Auto. Und das, ne, wenn Sie jemals mal Auto fahren, ja, werden Sie wissen, wie das aussieht, ja, oder wie sich das für Sie anfühlt. Das heißt, Sie selber sind natürlich in Ihrem eigenen Bezugssystem in Ruhe. Ja, Sie sehen nicht, dass da, ne, Sie sich irgendwie wegbewegen, sondern für sich selbst sind Sie natürlich in Ruhe. Was passiert? Naja, trotzdem ist es offensichtlich, Sie bleiben mit dem Auto sozusagen in einer Einheit verbunden. Ja, das heißt, die Kraft wirkt trotzdem auf Sie. Ja, denn, gucken wir uns das mal an, ja, diese Beschleunigung ist da, m mal a. Und für Sie heißt es also, f minus m mal a ist gleich 0, weil für Sie selbst bewegen Sie sich ja nicht. Sie sitzen einfach da in Ihrem eigenen Bezugssystem und für Sie ist ja alles in Ruhe. Das heißt, auf Sie muss aber die Scheinkraft wirken, Fs gleich minus m mal a, damit das tatsächlich passt. Kennen Sie die vielleicht? Ja, wahrscheinlich sind das schon mal begegnet. Wenn Sie ein relativ flottes Auto haben und relativ schnell aufs Gaspedal treten, werden Sie ziemlich übel in den Sitz gedrückt. Das ist genau diese Scheinkraft. Ja, Ihr Auto beschleunigt mit der Kraft m mal a in die Richtung. Ja, und Sie sehen das aber nicht, werden dafür aber dementsprechend in den Sitz gedrückt. Das ist eigentlich eine Kraft, da werden wir gleich sehen, dass es eine Scheinkraft ist, weil da keine Gegenkraft drauf liegt. Ja, das ist wichtig. Das ist eine Kraft, die nur dadurch kommt, dass wir jetzt die relativ simplen Annahmen der newtonschen Mechanik hinter uns gelassen haben. Ja, und das war einfach, wir gucken uns nur Systeme an, die nicht beschleunigen. Ist hier nicht mehr so, das Auto beschleunigt weg. Also kriegen wir fiese zusätzliche Kräfte rein. Ja, das ist in linear beschleunigenden Systemen relativ banal. Ja, das ist das, was Sie aus einer Rakete kennen, ja, wenn die Leute mit so und so viel G in den Sitz gedrückt werden und sowas. Ja, wichtig wird das vor allem in rotierenden Bezugssystemen. Da wird es nämlich auch richtig schwierig zu beschreiben.
Ein relativ relevantes, rotierendes Bezugssystem kennen Sie, und das ist unsere Erde. Deswegen ergibt sich jetzt natürlich die relevante Frage, wenn ich die newtonschen Gesetze nur in Inertialsystemen anwenden darf, weil ich sonst diese Scheinkräfte reinkriege, die ich eigentlich gar nicht haben will, weil die meine Beschreibung nur viel, viel schwieriger machen. Ja. Unsere Erde rotiert aber. Darf ich die Erde dann überhaupt als Inertialsystem annehmen oder wird das schwierig? Ja, weil eigentlich, ne, wenn ich mich da hier immer durch die Gegend bewege und durch die Gegend rotiere, haben wir ja schon festgestellt, ja, eigentlich ist das ja eine beschleunigte Bewegung. Also wie erinnern sich Zentripetalkraft und sowas. Ja, darf ich das dann oder ist das eigentlich falsch? Ja. Gehen wir erstmal ganz grundlegend an die Frage ran mit folgendem Gedankenexperiment. Ja, wir gucken uns einfach nur nochmal die alte Zentripetalbewegung an, also wo irgendwas im Kreis rotiert wird. Ja, wir nehmen einfach eine Masse, die wir an so einen Faden binden. Der Faden wird einfach im Kreis rumgeschleudert. Und jetzt gucken wir uns die Physik, die dabei rauskommt, einfach aus zwei verschiedenen Blickwinkeln an. Ja, einmal aus unserem eigenen Blickwinkel, als die Person, die diesen Faden im Kreis rumschleudert. Einmal danach aus einem anderen Blickwinkel von irgendwem, der sich am Ende dieses Fadens befindet, auf dieser Masse und mit rumgeschleudert wird. Und dann gucken wir uns einfach mal an, welche physikalischen Unterschiede sich da ergeben. Ja? Für uns ist es relativ simpel. Ja, wir wissen, naja gut, um so ein Ding auf der Kreisbahn zu halten, brauchen wir eine Zentripetalkraft. Ja, Sie erinnern sich, wir hatten sowas gesagt wie, oh, da gibt es Trägheit und normalerweise ja, würde die Masse an jedem Punkt hier abhauen. Wir brauchen aber eine Kraft, um die Richtung zu ändern. Wir haben also immer eine Zentripetalkraft, die nach innen gerichtet ist. Und die sorgt dafür, dass unsere Masse hier auf dieser Kreisbahn bleibt. Ja, wenn das nicht mehr ganz klar ist, gehen Sie nochmal eine Vorlesung zurück. Beziehungsweise ja, früher in diese Vorlesung. Ja, das heißt, wenn wir das, uns das von außen angucken, ist die Lage relativ klar. Ja, wir haben diese Kraft, die hier angreift. Ja, und die Kraft hält meine Masse auf dieser kreisförmigen Bahn. Nach Newton 3, Aktio gleich Reaktio, das kennen Sie, sonst wären Sie nicht im Moodle-Raum zur Vorlesung, muss es eine gleich große Kraft geben, die dieser Kraft entgegengesetzt ist und die auf den Finger wirkt, an dem sich der Faden befindet. Das heißt, es muss auch so eine Art Rückkraft geben, ja, die dann auf meinen Finger wirkt. Kein Problem. Ja, wenn Sie das schon mal gemacht haben, wissen Sie das vielleicht. Ja, diese Kraft gibt es. Das ist physikalisch alles recht simpel und alles ganz klar und ja, das ist noch relativ gut. Jetzt setzen wir uns mal mit auf diese Masse drauf und gucken uns an, was dann passiert. Ich sage Ihnen, das ist nicht mehr ganz so leicht. Ja, jetzt gucken wir uns das mal an. Okay, wie ist das aus? Wie sieht das aus für jemanden, der sich mit der Masse mitbewegt, ja, für sich aber in Ruhe ist? Sieht die Situation anders aus. Er befindet sich in seinem eigenen Bezugssystem natürlich in Ruhe. Ja, in seinem eigenen Bezugssystem ist man ja immer in Ruhe. Ja, diese nach innen gerichtete Zentripetalkraft gibt es aber auch für ihn. Ja, die muss jetzt aber irgendwie natürlich durch eine andere Kraft kompensiert werden, damit er selbst in Ruhe bleibt. Ja, weil er selber ne, empfindet sich ja als in Ruhe. Das heißt, nach den normalen Newton-Aktionen muss die Summe aller Kräfte auf ihn selbst null sein. Diese Kraft wirkt aber in die Richtung. Also muss es eine gleich große entgegengesetzte Kraft geben, die dann in die Richtung zieht, damit er in Ruhe bleibt. Das ist die Zentrifugalkraft, die Ihnen vielleicht bekannter ist als Zentripetalkraft, weil sie häufiger, ich sag mal, genannt wird. Ja. Die muss auf die Masse wirken und nach außen gerichtet sein. Sie ist gleich groß wie diese Haltekraft, die wir hier hatten, und zwar m Omega Quadrat mal r, falls Sie sich daran erinnern. Ja. Masse mal Winkelgeschwindigkeit mal r. Ihre Winkelgeschwindigkeit selber war Bahngeschwindigkeit durch Radius. Also Sie können stattdessen auch schreiben mv² durch R. Auch da, falls Ihnen das nicht klar ist, gehen Sie nochmal zurück zur ersten Hälfte der Vorlesung. Ja, oder zur Loopingbahn. Gut. Die ist, wie gesagt, genauso groß wie die Zentripetalkraft, ja, und muss also nach außen wirken. Wenn Sie mit Ihrem Auto schon mal versucht haben, eine enge Kurve zu nehmen, kennen Sie das. Ja, enge Kurve, Sie werden nach außen gedrückt. Das ist die Zentrifugalkraft. Ja, das ist eine Scheinkraft, die auf Sie wirkt, weil Sie sich in Ruhe wehen. Ja, das heißt, im mitrotierenden Bezugssystem, also im Bezugssystem von einer Person, die sich hier auf dieser Masse befinden würde, wirkt also eine Kraft, ja, wo sie sich in Ruhe befindet. Das heißt, das erste newtonsche Axiom gilt in diesem System nicht. Ja, Sie brauchen diese Kraft,
Die andere sieht er nicht. Das heißt, ja, irgendwie ist eine Kraft, aber er befindet sich in Ruhe. Das passt alles nicht so ganz zusammen mit den Newtonschen Axiomen. Deswegen können wir es auflösen. Naja, rotierende Bezugssysteme sind halt keine Inertialsysteme. Ja, die grundlegende Newtonsche Annahme ist nicht erfüllt. Ja, damit können wir Newtons Gesetze nicht anwenden, sondern es können solche Scheinkräfte auftreten. Und das ist was, was Sie in rotierenden Bezugssystemen ganz, ganz oft sehen werden. Ja, das heißt, in Nicht-Inertialsystemen, also in beschleunigenden Systemen, treten diese Zusatzkräfte auf, die wir Scheinkräfte nennen. Und die sind immer dazu da, oder haben immer den Zweck, den Einfluss, ja, von, wie soll ich sagen, davon, dass mein Bezugssystem beschleunigt ist, aufzufangen und zu kompensieren. Ja, das ist quasi, sind quasi die Kräfte, die ich dadurch rauskriege, dass ich mein System, mein beschleunigtes Bezugssystem, wieder in ein Inertialsystem transformiere oder wieder rüberschiebe. Wichtig ist, das heißt zwar Scheinkraft, das bedeutet aber nur, dass Newton nicht mehr gilt und es keine Gegenkraft dafür gibt. Die Auswirkung von diesen Scheinkräften spürt damit bewegte Beobachter. Habe ich Ihnen ja gerade schon gesagt. Nehmen Sie eine enge Kurve, Sie werden nach außen gedrückt. Ja, das ist eine Scheinkraft, aber die merken Sie. Ja, das war die sogenannte Zentrifugalkraft. In rotierenden Systemen gibt es noch eine weitere wichtige Scheinkraft, auf die komme ich gleich noch, die Coriolis-Kraft. Das war jetzt alles sehr theoretisch. Ja, deswegen kommen wir jetzt erstmal zum Experiment, wo ich Ihnen die Zentrifugalkraft mal zeige und Ihnen auch darstelle, dass die wirklich gibt. Ja. Was wir machen ist, ja, wir nehmen ein Gerät, das die Zentrifugalkraft misst. Wir rotieren gleich diesen Wagen hier auf dieser Achse. Dann wird der nach außen geschleudert und Sie sehen, das hier ist ein Kraftmessgerät, was Sie hier sehen. Ja, und das misst einfach nur, wie stark, ja, die Kraft ist, mit der das Auto jetzt quasi an dieser Bahn zieht. Sie sehen, das Auto wird gleich nach außen abgelenkt durch die Zentrifugalkraft. Das sehen Sie hier schon. Und Sie sehen, hier können Sie direkt die Kraft messen. Ja, das heißt, die ist hier da, die ist auch sehr real. Und je schneller ich drehe, desto größer wird diese Kraft. Ja, Sie sehen hier einfach nur, das Auto wird nach außen gedrückt und zieht hier sozusagen mit an diesem Kraftmessgerät. Ja, und wenn ich das wieder verlangsame, geht das Auto wieder nach innen. Zentrifugalkraft ist weg. Ja, und ich sehe auch keine Kraft mehr. So weit, so gut. Ja, das könnte Ihnen bekannt vorkommen. Kann das für irgendwas nützlich sein? Ja, eine Standard, sag mal, Proposals oder Vorschläge, die immer gemacht werden, sind künstliche Gravitation. Ja, Sie gucken sich jetzt so eine riesige Raumstation an, sowas ISS-mäßiges, ja, wo man hier mit so einem Space Shuttle ankommen kann. Ja, die ist relativ groß, Radius von Arm zu Arm soll jetzt mal 130 Meter sein. Ja, Pi mal Daumen, ist also ein größeres Ding. Und da haben Sie das Problem, naja, ist halt immer noch Weltraum. Sie sind da relativ schwerelos. Nicht nur relativ, sondern sie sind schwerelos. Das ist, um auf Dauer damit zurechtzukommen, nicht ganz so angenehm. Eine der Standard-Science-Fiction-Anwendungen der, ich sag mal, Zentrifugalkraft ist dann, naja gut, dann, vielleicht ist es schwer zu lesen, schalten wir doch einfach die Gravity Control hier ein. Gott, wie soll das denn funktionieren? Naja, Sie sehen, dass wir hier so ein paar Düsen an unserer Raumstation haben. Ja, die jetzt einfach, Sie wissen, Impulserhaltung, ne, wenn da wirklich was ausstoße, bewegt sich meine Raumstation dann in diese Richtung. Was passiert dann? Naja, wenn ich das auf beiden Achsen gleichmäßig mache, fängt die an zu rotieren. Ja. Unser Astronaut, der sich jetzt aber hier ganz, ganz außen in dieser Kapsel befindet, ja, befindet sich jetzt also auf einmal in einem rotierenden Bezugssystem. Mit einer Achse, die relativ lang ist, 130 Meter. Das heißt, der muss auch eine Zentrifugalkraft spüren. Ja, sagen wir mal, in diesem Film dargestellt, ja, wir wollen eine effektive simulierte Schwerkraft von 0,8 G haben. Das ist ein G wäre das normale, die normale Erdgravitation. Ja, jetzt ist die Frage, kriege ich das durch eine Drehung dieser Raumstation hin und wie schnell müsste sich dann drehen? Gucken wir einfach mal. Ja, Zentrifugalkraft. Wir wollen eine künstliche Gravitation von 0,8 G haben. Wie groß war unsere Zentrifugalkraft? Ich hatte Ihnen vorhin noch gesagt, das ist das gleiche wie die Zentripetalkraft. Ja. Und Sie erinnern sich, wie war das? Naja, je größer meine Masse ist, desto größer wird die Kraft. Je größer der Radius ist, desto größer wird die Kraft. Und je schneller meine Winkelgeschwindigkeit wird, desto größer wird die Kraft quadratisch. Ja, alles das können Sie sich mal überlegen, wenn Sie mit dem Auto durch die Kurve fahren, ob das Ihrer Erfahrung entspricht. Ja, ob die Kraft, die Zentrifugalkraft, mit der sie nach außen gedrückt werden, ja, mit dem Radius abhängt, mit der Winkelgeschwindigkeit und so weiter.
Ja, falls Sie mit dem Radius ein bisschen ins Stolpern kommen, denken Sie daran, ja, die Winkelgeschwindigkeit können Sie sich auch als Bahngeschwindigkeit durch R formulieren. Ja, das heißt, Sie können hier auch schreiben M mal Bahngeschwindigkeit Quadrat durch Radius zum Quadrat. Ja, dann haben Sie hier Radius durch Radius Quadrat, dann haben Sie sowas wie Masse mal Bahngeschwindigkeit zum Quadrat durch Radius. Können Sie mal überlegen, ob das Ihrer Alterserfahrung entspricht. Ja, ob Sie, ne, wenn Sie eine Kurve mit kleinem oder großem Radius fahren, was Sie mehr nach außen treibt, ob Sie bei kleiner Fahrtgeschwindigkeit oder bei großer Fahrtgeschwindigkeit mehr nach außen gedrängt werden. Denken Sie einfach mal darüber nach, ob das für Sie passt. Ja, das soll jetzt, wie gesagt, 0,8 mal, ja, ich sag mal, die Gravitationskraft auf der Erde sein. Die war M mal G. Gut, Masse haben wir auf beiden Seiten drin stehen, die fällt schon mal raus. Dann können wir das einfach nach Omega, also nach der Winkelgeschwindigkeit, auflösen. Steht hier quadratisch drin. Was wir rauskriegen, ist Wurzel aus die 0,8 G geteilt durch den Radius unserer Raumstation. Das wären 0,246 Sekunden, inverse Sekunden. Okay. Rechnen wir einfach mal die Rotationsperiode dafür aus. Das wäre 2 Pi durch Omega. Sie wissen, ja, das ist sozusagen der Winkel, den ich pro Sekunde zurücklege im Bogenmaß. Ja, eine ganze Umdrehung sind also 2 Pi, ja, also 6, irgendwas. Sie müssen nicht auf 1 kommen, um eine ganze Umdrehung zu machen, sondern 2 Pi sind eine ganze Umdrehung. Ja, das heißt, wenn ich dann die Rotationsperiode ausrechne, ist das 2 Pi durch meine Winkelgeschwindigkeit Omega oder 25,5 Sekunden. Das ist ein bisschen unpraktisch. Also es klingt jetzt nicht übermäßig schnell, aber wenn Sie sich so einen Riesenkoloss mit 130 Meter Armlänge hier in 30 Sekunden oder weniger als 30 Sekunden einmal um die eigene Achse drehen soll, ist das schon sehr, sehr flott. Ja, dann kommen Sie auf 0,8 G, alles kein Problem. Ja, aber das ist schon sehr flott und nicht so ganz nett für die Materialien, die Sie hier verbauen. Also geht im Prinzip, ja, aber ist ein bisschen hakelig. Sie kriegen da auch noch eine Übungsaufgabe zu, um da noch so ein bisschen was zuzurechnen. Die Raumstation hätte auch noch weitere Nachteile. Gucken wir uns das mal an. Ja, die Anziehungskraft ist natürlich vom Abstand zum Rotationszentrum abhängig. Sie erinnern sich, da stand R drin. Das heißt, wenn sich unser Astronaut jetzt mal nicht ganz außen befindet, sondern hier irgendwie in die Mitte will, ja, wird die effektive Schwerkraft geringer. Ja, sagen wir aus einer Anstiegsluft 0,8 G, dann ist es noch ein Viertel G hier in der Mitte und natürlich im Mittelpunkt, ja, da kriegen Sie von Rotation nichts mit, ist es 0 G. Unpraktisch. Außerdem, solange Sie sich nicht hin und her bewegen, ist alles super. Wenn Sie sich dann aber bewegen, wirkt die Corioliskraft, die ich Ihnen gerade schon angekündigt habe, uns gleich nochmal genau an. Ja, und was macht die? Ja, die, ich sag mal, lenkt ihre Bewegung senkrecht zur Geschwindigkeit ab. Bewegungen werden also mühsamer als unter Schwerelosigkeit. Falls Sie sich das nicht so genau vorstellen können, falls von Ihnen jemand jemals als Kind auf so einer Drehscheibe unterwegs war, ja, so ein Kinderspielzeug, so Drehscheiben, die es auf Spielplätzen gibt, ja, und da mal versucht haben, sich einfach nur auf der rotierenden Drehscheibe zum Rand zu bewegen, ist nicht so einfach. Falls Sie es nicht gemacht haben, holen Sie es unbedingt mal nach. Ja, die Erfahrung sollte jeder als Kind mal gemacht haben. Ja, aber genau das ist die Corioliskraft. Darauf kommen wir jetzt nochmal zu sprechen. Ja, dazu gucken wir uns einfach die Corioliskraft auf der Erde an. Und zwar, indem wir uns einfach geradlinig von Vancouver, hier in Kanada, nach London bewegen wollen. Und da habe ich jetzt mal drei verschiedene Kurven hier eingezeichnet. Was die bedeuten, sage ich Ihnen hier. Die schwarze Kurve bedeutet einfach nur, ich halte die Erde einfach mal an und dann bewege ich mich auf direkter Linie von Vancouver nach London. Auf direkter Linie heißt hier, ich bohre allerdings keine Löcher in die Erde, dann hätte ich eine sehr, sehr gerade Linie, sondern ich bewege mich schon noch auf der Erdoberfläche. Ja? Und jetzt halte ich die Erde einfach an und bewege mich ja, auf der kürzesten direkten Linie auf der Oberfläche von Vancouver nach London und dann sieht die Bewegung so aus wie das Schwarze, was Sie hier sehen. Ja? Jetzt mache ich das Gleiche sozusagen von der Erde aus. Das ist hier meine rote Linie. Ja, ich bewege mich zum Zeitpunkt 0 von Vancouver los. Ja, ich bewege mich geradewegs auf London zu und behalte für mich diese Bewegungsrichtung einfach bei und gucke, was passiert. Und dann werden Sie sehen, folge ich dieser etwas komischen roten Bahnkurve, die sehr verzerrt und rund aussieht. Woran liegt das? Naja, das ist die Corioliskraft tatsächlich, die wir gerade schon hatten. Ja, ich denke zwar, ich bewege mich geradewegs auf London zu, aber
Dadurch, dass ich mich in einem rotierenden Bezugssystem befinde, wird meine Bahn abgelenkt. Ja, in einem Inertialsystem hätte ich kein Problem. Ja, da könnte ich auf diesen schwarzen Weg hier einfach von Vancouver nach London gehen. Ja, dadurch, dass sich die Erde dreht, wird das aber schwierig und Sie kriegen so eine Ablenkung. Ja, Sie können natürlich nachher nachsteuern und das ist das, was die Leute auch machen. Ja, Sie ändern einfach die Drehrichtung, das ist auch das, was Flugzeugpiloten und Piloten machen. Ja. Aber wenn ich einfach nur hier geradeaus in die Richtung gehe und mich einfach schnurstracks gerade weiter bewege, würde ich diese Kurve gehen. Genau diese gleiche Kurve aus dem Weltraum betrachtet, ist jetzt hier in Blau dargestellt. Was bedeutet das? Naja, das bedeutet einfach nur, ich gucke mir die Erde aus einer Entfernung an. Ja, und ich achte nicht drauf, wie sich die einzelnen Punkte mitbewegen, sondern ich markiere den Punkt auf der Oberfläche der Erde, in dem die Bewegung losgeht. Und ich gucke mir jeweils an jedem einzelnen Punkt an, ja, wo befindet sich ja, dieser Mensch, der sich hier auf direktem Weg nach London begeben will, dann eigentlich zu jedem geraden Zeitpunkt. Ja, das ist also, ich bewege das nicht mit, ja, sondern ich gucke mir tatsächlich sozusagen auf der Erdoberfläche den jeweiligen Punkt an. Und Sie sehen, da kommt dann auch wieder eine Gerade raus. Das klingt jetzt erstmal ganz schön komplex und sieht auch ganz schön komplex aus und klingt nach relativ viel Mathematik. Deswegen veranschauliche ich Ihnen das nochmal in so ein paar Darstellungen. Ja, das hier ist einfach nur eine Darstellung der Corioliskraft, indem ich einfach so eine Kugel nehme, ja, und jetzt auf einer Scheibe, die rotieren soll, einfach mal in eine Richtung stupse, sodass sie sich da bewegt. Und auch hier vergleiche ich wieder die gleichen Bezugssysteme, die ich gerade hatte. Sozusagen Weltraum und der mitbewegte Beobachter. Hier oben sehen Sie sozusagen die Weltraumvariante. Das sehen Sie daran, dass, naja, hier haben Sie so einen Referenzpunkt, der sich mitbewegt, der dreht sich für mich weg, also gucke ich einfach nur von oben auf die Scheibe drauf. Ja, und Sie sehen, genauso wie gerade im Weltraum ist das eine gerade Linie. Hier unten setze ich mich hingegen mit auf die Scheibe und gucke, was passiert. Das sehen Sie daran, dass dieser rote Punkt stationär bleibt. Ich sitze also quasi auf diesem roten Punkt. Und die Linie, die hier so gerade aussieht, ist hier auf einmal für mich so eine merkwürdige Kurve. Ja, das ist die Corioliskraft. Anders dargestellt, so, ja, wenn ich meine Bewegung habe, kann ich die über so eine Drehachse, über so eine Drehbewegung, ja, sozusagen beschreiben. Ja, Sie erinnern sich, der Betrag von meinem Omega, von meiner Drehbewegung, gibt mir sozusagen an, wie schnell sich das dreht. Ja, und die Richtung meines Vektors gibt mir die Achse an. Das würde ich aus der eben rauszeigen. Ja, und dann bewegt sich meine Kugel in die Richtung. Und dann macht die so eine komische Bewegung. Wichtig ist, was Sie gleich sehen werden, diese Bewegung hängt davon ab, wie die Geschwindigkeit meiner Kugel relativ zur Drehachse orientiert ist. Da kommen wir gleich noch drauf. Da sehen wir gleich mal ein paar Beispiele. Und zwar, was wir hier machen, ist, wir nehmen so einen Drehstuhl und rollen einfach so ein paar Kugeln auf dem Drehstuhl über die Ebene. Wir gucken das jeweils in zwei Bezugssystemen an. Wir haben einmal eine Kamera, die mitrotiert, und dann haben wir eine Kamera fest im Raum aufgehängt, die nicht mitrotiert. Und jetzt gucken wir uns die Bewegung in beiden Bezugssystemen an. Ja, das ist jetzt mal das mitrotierende Bezugssystem und das ist die gleiche Bewegung wie gerade. Das geht da weg. Jetzt machen wir mal eine andere Bewegungsrichtung. Ja, das war die zweite. Jetzt machen wir nochmal das gleiche in eine schräge Richtung. Das sieht mit bewegt so aus. Einmal die andere schräge Richtung. Das sieht mit bewegt so aus. Und jetzt einmal quer. Da kriegen Sie so eine sehr obskure Bewegung. Ja, im mitbewegten Bezugssystem kriegen Sie sowas Unanschauliches. Ja, und das sind jetzt nochmal, ich sag mal, mitgemalt die verschiedenen Fälle, die Sie gerade hatten. Ja. So, ist ein bisschen schnell schwarz geworden, aber Sie sehen, das waren sehr, sehr komplexe Bewegungen und das hing nur davon ab, wie die relativ zueinander orientiert waren. Wenn Ihnen das ein bisschen zu freakig war, kann ich Ihnen das auch ein bisschen ja, einfacher näher bringen mit einem etwas einfacheren Versuch, den ich hier vom MIT geklaut habe. Ja, können Sie auch hier oben länger nachlesen. Ja, was Sie hier jetzt gleich einfach brauchen ist, ja, wir gucken uns zwei Leute an, auf so einem rotierenden Wippe sozusagen, auf so einer rotierenden Plattform und die spielen jetzt einfach Fangen. Und werfen sich die Bälle zu. Ja, nichts anderes machen die hier. Und jetzt gucken wir einfach gleich mal, was passiert, wenn sich das Ding anfängt, wenn das Ding anfängt, sich zu rotieren. Jetzt versuchen sie wieder die Bälle zuzuwerfen und das ist wohl ein bisschen schwierig. Ist auch ein ausgezeichnetes Partyspiel. Ja, wirkt auch direkt albern, wenn sie noch nüchtern sind. Vollkommen wunderbar. Ja,
Und jetzt gucken wir uns das Ganze im anderen Bezugssystem an, das nicht sich mit, das auf der Decke einfach montiert ist. Da sehen Sie, ja, die Bewegung ist trotzdem linear. Das ist genau das, was Sie vorhin im Weltraum auch gesehen haben. Das ist eine Linie in diesem Bezugssystem. Während es im anderen Bezugssystem gerade eine sehr, sehr krumme Kurve war. Ja, das bedeutet, ja, jetzt gucken wir uns das auch nochmal an, im rotierenden System nochmal genau. Hier ist genau diese Kurve. Das ist eine Scheinkraft, die einfach nur daherkommt, dass sie sich im rotierenden Bezugssystem befindet. Ja, Sie haben gerade ja gesehen, in Ihrem nicht rotierenden Bezugssystem hat Newton noch gegolten. Ja, da hat der Ball einfach, ist einfach einer geraden Linie gefolgt. Hier haben Sie diese Ablenkung. Ja, das können Sie sich auch direkt in diesem Bild angucken. Sie gucken sich einfach den Ball an und Sie sehen, zack, weg ist er. Er bewegt sich sofort weg von ihm. Ja, das ist die Coriolis-Kraft. Wie Sie sehen, das ist nur eine Scheinkraft. Ich habe es Ihnen ja vorhin gezeigt im anderen Bezugssystem. Ja, ist das eine gerade Linie. Witzigerweise, das ist auch wichtig, das ist richtungsabhängig. Wenn Sie sich jetzt andersrum bewegen und andersrum rotieren, wird der Ball auch in die andere Richtung abgelenkt. Sie sehen, mathematisch ist das alles anscheinend nicht ganz so einfach. Bringe ich Ihnen aber gleich noch näher. Ja, aber das war jetzt mal aus einem anderen Winkel dargestellt. Ja, die Physik darf. Gut, wie kann ich das Ganze jetzt mathematisch beschreiben? Naja gut, was brauche ich für eine Rotation? Ja, eine Rotation kann ich durch eine Drehachse und die Winkelgeschwindigkeit um die Achse beschreiben. Das hatten wir im ersten Teil der Vorlesung schon zur Genüge. Was ist bei der Erde hinreichend gut definiert? Ja, die Drehachse ist die hier und die Rotation geht senkrecht dazu in die Richtung. Das ist, glaube ich, relativ gut verständlich. Ja, und dann haben wir ein Flugzeug oder was auch immer, was sich mit dieser Geschwindigkeit jetzt hier auf unserer Erde bewegt. Ja, dieser Herr mit dem wunderbaren Namen Coriolis hat festgestellt, na gut, wenn sich dieses Flugzeug oder diese Masse mit der Geschwindigkeit V bewegt, wirkt eine Corioliskraft auf diese Masse in einem rotierenden Bezugssystem, die wie folgt aussieht. Minus 2 mal M mal Omega Kreuz V. Uff. Okay, also was als erstes mal drinsteht, ist die Masse. Das heißt, je schwerer das Ding ist, desto größer ist auch die Kraft. Na gut, kann man sich schon mal vorstellen. Dann steht wieder das Kreuzprodukt aus Omega und V hier drin. Das bedeutet erstens, naja, Kreuzprodukt, Sie erinnern sich, ja, filtert mir sozusagen die senkrechten Anteile meiner beiden Vektoren raus. Das bedeutet wohl, wenn ich mich in Richtung meiner Drehachse bewege, passiert nichts. Wenn ich mich senkrecht dazu bewege, passiert sehr viel. Das ist ja das, was Sie gerade gesehen haben. Ja, Sie hatten die beiden Leute auf dieser rotierenden Plattform. Ja, und wie haben die geworfen? Naja, gucken wir uns das mal an. Ja, die haben sich in dieser, sind in dieser Ebene rotiert. Das heißt, die Drehachse zeigt nach oben. Ja, Sie wissen, ne, wenn ich die in die Richtung der Drehachse zeige, mache ich mit meiner Hand sozusagen die Drehbewegung. Ja, dann haben Sie Ihre Drehachse nach oben. Und in welche Richtung haben Sie geworfen? Naja, nach vorne sozusagen. Ja, also senkrecht auf jeden Fall zur Drehachse. Das heißt, der Effekt ist wohl maximal. Wunderbar. Macht Sinn. Gut. Ja, das bedeutet für die Ablenkung von bewegten Massen auf der Erde, Nord-Süd-Richtung, dass Sie da auch relativ komplexe Sachen rauskriegen. Ja, lassen Sie sich nicht erschrecken. Ja, was passiert hier? Ja, gucken wir uns das mal an. Ja, sagen wir, wir bewegen uns in ja, Nord-Süd-Richtung, sagen wir mal, ist relativ egal. Ja, und dann gucken wir uns einfach mal an, was passiert. Ja, das heißt, wenn wir hier am Äquator sind, ja, und dann bewegen, oder gehen wir erstmal in Richtung des Pols, das ist einfach. Ja, dann bewegen wir uns ganz, ganz arg nach Norden. Ja, dann überlegen wir mal, was passiert denn da? Ja, in welche Richtung zeigt das Ganze? Das ist nicht so einfach, aber wenn Sie hier überlegen, Sie sind auf einer Kugel, ja, und dann wissen Sie, drehen wir jetzt einfach mal die Erde mal so ein bisschen, dass wir sagen, okay, das ist nicht ganz mit der Realität übereinstimmend, aber die Drehachse ist jetzt einmal so, dass wir den Globus hier drehen, sodass ne, die Drehachse mal senkrecht nach oben zeigt. Ist jetzt hier mit dem Nordpol auch so in etwa passend. Das heißt, die Drehachse zeigt in die Richtung. Ja. Dann müssen Sie überlegen, ja, in welche Richtung können Sie Ablenkung kriegen?
wenn ich mich in Richtung der Drehachse bewege, kriege ich schon mal keine raus. Gut, das ist klar, das hatten wir gerade. Ja, wir hatten gesagt, senkrechte Komponenten sorgen für diese Kraft. Ja, wenn ich mich gerade also in Richtung der Drehachse bewege, passiert nichts. Gut, unsere Drehachse zeigt aber jetzt sozusagen in diesem Bild nach geradewegs nach oben. Wenn ich mich jetzt irgendwo bewege, ist die Frage, ich kann mich ja nur auf der Oberfläche dieser Kugel bewegen. Ja, das heißt, was davon ausgenommen ist von dieser Kraft, sind Bewegungen, die auch geradewegs nach oben verlaufen. Wo kann ich das machen? Na ja gut, ich kann zum Beispiel mich auf den Nordpol stellen und einen Ball nach oben werfen. Dann passiert nichts. Gut, okay. Ich kann aber auch mich auf den Nordpol stellen und einen Ball geradeaus wegwerfen. Dann, na gut, ne, die Drehachse zeigt dahin, ich werfe in die Richtung, dann ist der Effekt maximal. Dann habe ich eine sehr, sehr starke Corioliskraft. Ja, nochmal zur Erinnerung, ja, die Drehachse zeigt nach oben und egal, ob ich jetzt, ne, in welche Richtung ich jetzt horizontal sozusagen ja, vom Nordpol wegwerfe, ja, ich bin immer senkrecht zur Drehachse, das heißt, ich kriege eine relativ starke Kraft raus. Wie sieht das im Äquator aus? Ja, okay, am Äquator, wenn ich mich jetzt zum Beispiel nach Norden bewege, ist das exakt die Drehachse. Ja, also denken Sie dran, ja, die Drehachse zeigt nach oben. Ja, und wenn ich mich am Äquator, genau am Äquator nach Norden bewege, bin ich gerade auch in Richtung der Drehachse unterwegs. Das heißt, da kriege ich überhaupt keine Ablenkung. Okay, gut zu wissen. Was passiert jetzt aber, wenn ich mich weiter nach Norden bewege und mich immer weiter sozusagen nach Norden bewege? Naja, Norden bedeutet ja nur sozusagen hier genau am Äquator, dass ich mich auch wirklich senkrecht nach oben bewege. Danach bewege ich mich ja auf meiner gekrümmten Kugeloberfläche. Und zum Beispiel hier bei 45 Grad ist Norden ja schon, naja, welche Richtung ist das? 45 Grad, da so die Richtung. Das heißt, ich habe eine Komponente, die nach oben zeigt und eine Komponente, die in die Richtung zeigt. Ja. Wenn Ihnen das nicht klar ist, gehen Sie einfach mal hier zum Beispiel hier auf dem Außenrand Ihres Äquators rum und gucken Sie, was passiert. Ja, und sagen Sie, Sie gehen einfach diesen Halbkreis entlang nach Norden. Ja, und dann sehen Sie, okay, am Anfang gehen Sie wirklich senkrecht nach oben und dann folgen Sie auf einmal dieser Oberfläche hier und hier sind Sie schon im 45-Grad-Winkel unterwegs. Ja. Das heißt, an der Stelle bewegen Sie sich, zumindest mit einer Eigengeschwindigkeitskomponente, hier nach innen. Und dann können wir mal gucken, was diese Kraft uns aussagt. Ja. Wir haben unsere Drehachse nach oben. Ja. Das ist das, was wir hier stehen haben. Wir wollen das Kreuzprodukt mit der Geschwindigkeit bilden. Ja, sagen wir mal, an der Stelle hier, da zeigt die also hier nach links rein, also die Erde. Dann zeigt unser Kreuzprodukt aus der Bildschirmebene auf sie zu, aber wir haben hier noch ein Minuszeichen drin. Ja, das heißt, das geht in die Tafelebene rein. Ja, das heißt, wenn Sie sich hier in dieser Richtung nach Norden bewegen, wirkt die Corioliskraft in die Tafelebene rein und trägt sie so auf die Rückseite der Erde. Gucken, was passiert, wenn Sie das Gleiche hier vorne machen. Ja, wie ist das da? Naja, Sie sind auch auf der Kugeloberfläche, bewegen sich jetzt aber sozusagen so. Das heißt, teilweise hier nach oben und teilweise von hier aus sozusagen in die Erde hinein. Ja, auch da können wir auch rufen, da mal in die Erde hinein. Kreuzprodukt zeigt in die Richtung, haben Sie ein Minuszeichen, zeigt also in die Richtung. Ja, das heißt, auch da werden Sie also nach rechts abgelenkt. Wenn Sie überlegen, was wir hier hatten, auch da wurden Sie nach rechts abgelenkt. Das heißt, was auch immer Sie machen, wenn Sie sich hier nach Norden bewegen, werden Sie nach rechts abgelenkt, also nach Osten. Ja, und zwar umso stärker, je weiter nördlich Sie sind. Ja, hier am Äquator passiert da nichts. Ja, da haben Sie überhaupt keine Ablenkung. Und je weiter Sie nach Norden gehen, desto größer werden Sie nach Osten abgelenkt. Ja, gut. Genau das Gleiche können Sie jetzt mal probieren, wenn Sie nach Süden gehen. Ja, jetzt gucken wir uns das an. Sie sind hier wieder auf der Nordhalbkugel und gehen nach Süden. Ja, da hat sich nicht viel rumgedreht, außer dass Ihre Geschwindigkeitskomponente in die andere Richtung zeigt. Ja, offensichtlich, können Sie gerne mal ausprobieren. Ja, können Sie mal gucken, welche Richtung Sie sich bewegen. Steht in die Richtung, da haben Sie eine Komponente entgegengesetzt der Drehrichtung jetzt auf einmal, eine, die so zeigt. Ja,
die so ist wichtig, dann kriegen sie so, 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 so. Ja, und dann stellen sie fest, sie werden dann in Gegenrichtung abgelenkt. Ja, sie bewegen sich hier runter und dann, wenn sie in Gegenrichtung abgelenkt, und zwar nach Westen. Wichtig ist, Westen ist trotzdem noch rechts für sie. Ja, wenn sie sich von Norden nach Süden bewegen, ist eine Westablenkung nach rechts. Das heißt, ja, überall in der Nordhalbkugel, egal wohin sie sich bewegen, sie werden nach rechts abgelenkt. Das ist erstmal etwas obskur. Ja, aber überlegen Sie es nochmal, ja, denken Sie es nochmal nach, x'en Sie es nochmal durch, ja, überlegen Sie, wie die, ich sag mal, Richtungen zueinander ausgerichtet sind, in welche Richtung sie sich bewegen, ja, und dann werden Sie verstanden, dann kommen Sie genau darauf hin. Ja. Wichtig ist, dass Sie die Drehachse richtig mitnehmen. Ja, mit richtigen Vorzeichen. In der Südhalbkugel hingegen werden Sie feststellen, können Sie auch selber einmal durch-x'en, dass Sie immer nach links abgelenkt werden. Ja, wenn Sie nach Norden unterwegs sind, geht es nach Westen. Ja, und hier, wenn Sie nach Süden gehen, werden Sie nach Osten abgelenkt. Ja, ist ein bisschen counterintuitiv, unintuitiv, aber es liegt einfach daran, ja, in welche Richtung Sie sich bewegen. Ja. Solange Sie sich auf den Äquator hin bewegen, ja, zeigt die Geschwindigkeitskomponente, die nicht in Richtung Nordpol zeigt, ja, aus der Erde raus sozusagen. Und sobald Sie über den Äquator sind, ja, zeigt es in die Erde rein, weil Sie wieder in die Richtung sich sozusagen bewegen. Ja. Also hier bewegen sich sozusagen vom, ja, in, sag ich mal, der Richtung, in der, ja, sagen wir mal, der Äquatorebene, ja, vom Erdmittelpunkt weg. Hier bewegen sich auf dem Erdmittelpunkt zu. Und das macht diesen Unterschied. Ja, das ist obskur. Das werden Sie auch nicht von nur zuhören lernen, ja, sondern das müssen Sie tatsächlich mal ausprobieren. Das müssen Sie tatsächlich einmal zu Hause durch-x'en, einmal, ja, mit der Händen wirklich das Ganze einmal durchgehen und gucken, welche Richtung kriege ich dann raus. Was auch sehr hilft, ist, ne, wenn Sie einfach mal so ein, falls Sie noch einen Spirograph haben oder so eine Drehplatte, können Sie einfach mal versuchen, so eine drehende Platte zu nehmen, da ein bisschen Papier drauf zu spannen, die sich drehen zu lassen und dann einfach mal einen geraden Strich nach außen ziehen, in den verschiedensten Richtungen und gucken, wie der Strich, den Sie dann nachher kriegen, aussieht. Ja, das wird Ihnen auch einen sehr, sehr schönen Einblick in das Sie geben. Ja. Das heißt, in einem kartesischen Koordinatensystem bedeuten Norden am Äquator und Norden im Pol sehr unterschiedliche Richtungen. Das ist wichtig, das ist was Sie sich vielleicht merken sollten. Ja, Norden ist, ne, auf so einer gekrümmten Oberfläche relativ klar, aber in so einem kartesischen Koordinatensystem, wenn Sie hier x, y und z reinmalen, kann Norden sehr, sehr unterschiedlich Richtung sein. Ja, das ist vielleicht ein Punkt, den Sie mitnehmen sollten. So als Tipp. Gut. Wofür ist das Ganze eigentlich gut? Naja, ich will da nicht ins Detail gehen, weil es sehr, sehr schwierig ist. Ja, aber das ist nicht so ganz irrelevant für vieles, was mit Wetter zu tun hat. Ja, hier sehen Sie von vor Pi mal Daumen 20 Jahren Tiefdruckgebiet über den britischen Inseln. Und im Prinzip passiert beim Wetter permanent genau das, was wir gerade gesehen haben. Luftmassen und auch Wolken, ja, bewegen sich in eine gewisse Richtung. Ja. Und zwar tun sie ihnen selten den Gefallen, sich genau in Richtung der Drehachse der Erde zu bewegen. Ja, und damit sind sie quasi permanent einer gewissen Corioliskraft ausgesetzt. Und das ist was, was das Wetter sehr, sehr stark beeinflusst, gerade, ich sag mal, in den weiter nördlich und südlich gelegenen Regionen der Welt. Da bilden sich quasi auch solche Luftstromwirbel und das beeinflusst unser Wetter ganz, ganz stark. Ja, da will ich um Gottes Willen nicht genau ins Detail gehen. Dafür gibt es ganz eigene Meteorologie-Studiengänge. Ja, das ist nämlich im Detail natürlich sehr, sehr viel komplizierter, als was ich gesagt habe. Ja, wir können uns natürlich noch fragen, das war ja unsere Ursprungsfrage, ja, wie ist denn das? Können wir die Erde jetzt noch als Inertialsystem betrachten? Falls Sie sich erinnern, das hatten wir uns am Anfang mal gefragt. Naja, wie groß ist denn jetzt eigentlich unsere Winkelgeschwindigkeit? Ja, das ist ja 2π durch Rotationsperiode der Erde. Was ist die Rotationsperiode der Erde? Naja, 24 Stunden mal 60 Minuten mal 60 Sekunden. Also 24 mal 3600. Ja, in Sekunden. Ja, das heißt 2π durch relativ viele Sekunden oder 7 mal 10 hoch minus 5 inverse Sekunden. Ja, okay, damit sind die Corioliskraft und die Zentrifugalkraft relativ klein. Ja, Sie erinnern sich, ja, die Corioliskraft hing linear von Omega ab, die Zentrifugalkraft sogar quadratisch von Omega. Ja, das ist 7 mal 10 hoch minus 5. Die Zentrifugalkraft bei uns auf der Oberfläche ist dann, das Quadratische gibt 10 hoch minus 10 mal etwa 50, sind Sie bei 5 mal 10 hoch minus 9. Mal so ein paar Vorfaktoren, das wird nicht ganz so relevant sein.
Ja, und die Coriolis-Kraft ist auch nicht so wirklich riesig. Sehr, sehr oft können Sie die, wenn Sie nicht gerade versuchen, mit dem Flugzeug von A nach B zu kommen, ja, oder wenn Sie nicht gerade Wetter berechnen wollen, für alles, was in der Mechanik so anfällt, relativ gut vernachlässigen. Ja, damit können Sie die Erde zum Glück näherungsweise, das ist wichtig, es ist eine Näherung, aber meistens eine sehr, sehr gute Näherung, für alles, was uns hier interessiert, ja, als Inertialsystem betrachten. Und Sie können Newton mit gutem Gewissen anwenden. Wichtig ist, im Prinzip ist die Erde kein ideales rotierendes System. Die Drehachse ist nicht so ganz konstant, weil da wirken noch weitere Kräfte. Ja, Sie können sich vorstellen, im Sonnensystem gibt es noch so ein paar andere Sachen. Es gibt noch so Sachen wie Ebbe und Flut und Gezeitenkräfte. Der Mond ruft so ein bisschen an der Erde rum. Ja, die Erde eiert so ein bisschen. Das macht die Physik eigentlich noch ein bisschen komplizierter. Wenn man das noch ja, durchixen will, bräuchte man die Kreiseltheorie. Bringe ich Ihnen später vielleicht mal ganz, ganz kurz näher, aber damit will ich Sie jetzt nicht quälen. Ja. Denn dieses Thema ist per se unanschaulich genug. Ja, damit bin ich jetzt auch erstmal durch. Ja, damit sind wir für diese Woche auch durch mit dem Thema und gibt es noch so ein paar einfache Aufgaben zu. Ich weiß, das müssen Sie jetzt erstmal so ein bisschen sacken lassen. Das ist nicht ganz so simpel. Da haben Sie auch nicht direkt die Anschauung, sondern das müssen Sie tatsächlich einmal für sich wirklich zu Hause durchixen mit den Fingern und einfach mal gucken, so die Richtung, was macht die Coriolis-Kraft jetzt? Wie das mit dem Vorzeichen, wie war das, wenn ich parallel zur Drehachse bin, wie war das, wenn ich den Gegensatz zur Drehachse bin? Und dann passt das aber. Ja, wie gesagt, gehen Sie es einmal durch und dann bin ich sicher, da kommen Sie ein bisschen weiter mit. Wir haben auch so eine ganz, ganz leichte Übungsaufgabe dazu auf dem Übungszettel, dass Sie da ein bisschen was sehen. Aber zu sehr ins Detail geht man da nicht, weil, na, ja, wenn man da viel rechnen will, verwirrt man sich. Gut, damit bin ich durch für diese Woche und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Also haben Sie noch eine schöne Woche. Bis dahin.